Der Candyman, der Knobi, Maurice, Fast Guy, hallo. J-Gamer, hallo. J-Gamer natürlich instant mit einem. Ist das Feliospa, heißt das? Das heißt Feliospa, ne? Ich muss kurz überlegen, ob ich jetzt hier da reingehe, ne? Hallo Mauri Kuhn. Hallo Daniela. Hallo Versi. Daniela, hast du es jetzt gehört? Hast du jetzt aufgepasst? Hallo JJ. JP, du bist ein Beautyfly, ein Papinella. Hallo Mariko. Ist das eine Mod oder kann man sie im DLC spielen? Den Satz verstehe ich nicht. Das ist keine Mod. Ich spiele ganz normal auf einer Switch. Mariko, du bist ein das da. Iskala. Nee. Doch. Nein. Iskala ist es davor. Iskala wird zu. Calamanero. Oh, es ist endlich soweit. Shiny Violet, willkommen. Bei Schwert und Schild, da ist der Fast Guy dabei. So, ich fange jetzt ein paar Violets, nur um zu prüfen, ob ich alles richtig mache. Aber ich sollte alles richtig machen. Also ich fange zwei. Wie war nochmal der Aufwand, dass es wieder erscheint? Du stellst dich einfach bei einem Raid hin, bei einem Den. Und Day resettest. Also weißt du, so reingehen, abbrechen, Tag vorspulen, wieder reingehen. Und irgendwann erscheint es wieder. Die Chance ist 1 zu 100. Pro Tag, dass es kommt. Hallo Kira. Man kann sich mit dem DLC wie sie anziehen. Ah. Ist der Charakter nicht in der Story? Bin ich Schwert und Schild nicht so drin? Mary ist in der Story, ja, aber ich bin nicht Mary, ich bin ich. Der Mary sieht ganz anders aus. Aber ja, du kannst dich einfach anziehen wie Mary. Beziehungsweise ich ziehe mich, ich habe nicht die Kleidung an von Mary. Mary sieht anders aus. Ein bisschen. Online dafür gehen muss man nicht. Nee, du musst halt einen Raid starten und dann Tag. So wie man halt Day resettet. Warum schläft Vylord? Das hat irgendwie Erholung eingesetzt. Hä? Habe ich eigentlich Bälle, um das dann zu fangen? Wenn, dann muss es ein Heilball. Muss ich mehr Heilbälle kaufen? Ja, aber 17 reicht. Der Marco, hallo. Schwert und Schild, ich glaube, ich sehe falsch. Mensch, gell. Das letzte Pokémon, wo noch die Grafik schön war. Dieses Spiel ist das weiblichen Charakter. Ich spiele immer als weiblichen Charakter. Darf ich nicht, Daniela? Darf ich nicht meine weibliche Seite hervorheben? Okay, das da, das da. Wo sind die? Das reicht, oder? Screenshot! Immer dieser Sexismus, gell? Ja. Ich frage mich, was da los ist. War nur neugierig. Was erwartest du für eine Antwort? Weil ich den geilen Arsch von dieser 10-Jährigen gerne anschauen würde. Hä? Was gibt's für einen Grund, außer dass man halt einen weiblichen Charakter spielt, so wie immer? Hallo Fabian. Hallo Dark Thunder.
habe selber Meisterbälle. Was glaubst du, was ich für ein Spiel hier spiele? Ich habe 5000 Stunden in dem Spiel. Glaubst du, ich habe keinen Meisterball? Habe ich einen Meisterball? Ich habe 7 Meisterbälle. Unverschämt. Hallo, Harlekin. Nein, ich war nicht lang genug auf der Insel. Es ist so klein, wenn es dann im Spiel ist. Es ist so gemein. Es sieht kleiner aus als mein Galagladi. Mein Galagladi sieht wie so ein Gladiator. Hey. Gladiator. Wie bekommt man die in Schwert und Schild? Was bekommt man wie, wo in Schwert und Schild? Volle Sätze. Was ist denn heute los? Meinst du Mary schon wieder? Wer ist denn da? Warum findet ihr das so krass mit Mary? Ich sehe nicht aus wie Mary. Habt ihr mal Mary? Ihr solltet alle mal Mary besser ins Gesicht gucken. Ich sehe nicht aus wie Mary. Ach, Meisterbälle. weiß ich gar nicht. Wie bekommt man die in Schwert und Schild? Indem du Wundertausch machst. Dachte, mit 1 Million Watt wäre ich fertig mit dem Dojo, aber jetzt fehlen mir immer noch 2 Millionen. Was willst du denn machen im Dojo, hä? Was hat Watt mit Dojo zu tun? Hey, wo ist mein Screenshot? Ich habe da einen Screenshot gemacht. Ganz andere Stats, ganz andere Stats. Das ist ein ganz anderes Vylord. Sehr gut. Was brauchst du die Werte? Ich wollte nur gucken, ob das unterschiedliche Vylords sind, die ich sehe. Jetzt resetten wir nur noch. Hallo Sandwichkatze, hallo Taristos. Shiny Ente gestern noch aufgetaucht? Nein. Hab nur den Titel gelesen und dachte erst, du machst die seltene Teetasse ins Schwert. Das wäre doch nicht die größte Shiny-Hand. Das wäre die kleinste Shiny-Hand. Nee, aber es ist ja, Teetasse ist natürlich das Seltenste, vor allem wenn man es im Feenwald macht. Wer ist der Wald? Grimwood oder so. Aufwerten für 100%. Was aufwerten? Sandwich-Katze, Dankeschön für 11 Monate. Das Dojo aufwerten? Jetzt lass dir doch nicht alles so aus der Nase ziehen. Was bringt es? Warum sollte man das Dojo aufwerten? Also, was hat man davon? Habe ich das gemacht? Bei wem macht man das? Sigata hat dich halt endlich befreit. Jetzt brauchst du nur noch... Warum hast du das überhaupt geshiny-hunted? Müsste Violet nicht eigentlich schweben, wegen Physik und so? Tut's doch auch, hä? Die Fähigkeit Schwebe hat es nicht, aber er schwebt doch im Kampf. Da
Doch irgendwann muss das ja, irgendwas muss das ja bringen, dass man 100% macht. Wer gibt einem, wer macht Dojo hier? Hier, nee. Watt geben. Bist du sicher, dass das ein maximales Ende hat? Bist du sicher, dass das irgendwas bringt? Ist das nicht sowas wie Trinkgeld geben, was man endlich lang machen kann und es bringt rein gar nichts? Hat das ein Ende? Turbo-Controller anschließen und bei den Buddelbrüdern einfach unendlich lang. Boah, nee, Buddelbrüder kosten Watt. Nee. Nee, du musst die ganze Zeit Watt farmen an den Raids. Ugh. Man kriegt eine Liga-Karte. Ah, okay. Cool. Nee, ich habe nicht mal die Diktas gesammelt in dem Spiel hier. Viele suchen Shiny Sigard wegen dem neuen Spiel ZA. Ja, aber Dave hat schon 4. Es ist 14,5 Meter groß und wiegt aber nur rund 400 Kilo. Wylord, hast du gesehen, wie klein das ist? Was bringt die Liga-Karte? Gar nichts. Liga-Karte ist das hier. Und es gibt halt verschiedene... Oder es gibt halt verschiedene Sachen, die du da drauf packen kannst. Ja, die ist cool, die Karte. Man kann hier echt viele coole Karten machen. Das ist auch in Kamsin und Popo lang nicht so geil. Hallo Megumina. Man kann nur sagen, das Liga-Karten-Feature bringt nicht viel, aber es ist schon irgendwie witzig, wenn man mit jemandem tauscht, die andere Karte vom anderen anzuschauen. Bist du 100% Spieler? Ja, das verstehe ich. Ist alles gut. Ich bin ja eigentlich auch ein 100% Spieler. Aber zuerst muss ich alle Shinies haben. Was machst du heute? Das Wylord was? Heute triggert ihr mich wieder. Was ist passiert? Was ist an mir anders, dass ihr mich so sehr triggert heute? Was machst du heute? Ja, das Wylord. Wie du schon selber sagst, was meinst du? Was willst du von mir? Wusstest du, dass es einen Bug gibt, dass man seine eigene Karte erhalten kann? Nein. Erzähl mir mehr. Hallo Sophie. Du machst nicht den Curry Dex. Aber warum nicht? Also da finde ich Curry Dex interessanter als 2 Millionen Watt zu farmen. Ich weiß, dass Curry Dick schwer ist, aber die Bären, ich meine, man kann keine neuen Bären anpflanzen, ne? Man muss Glück haben, dass man die Bären hat. Und Glurak, ich meine, ich würde ja sagen, du musst nicht bei jedem Rezept Glurak-Wert haben, weil das ist sauschwer zu bekommen, aber du musst halt jedes Rezept einmal gemacht haben. Oder was ist, also ich... Kann ja sein, dass das sackenschwer ist. Was ist daran schwer? Shiny ist dunkel, oder? Nee, das Shiny sieht so aus wie das Shiny auf meinem Bildschirm. Hallo Nokemon. Boah, diese dummen Torhaidos nerven.
Ich hatte 2 und jetzt 1,4% Form. Achso, du hattest nur 2. Ja, dann mach jetzt noch eins, dann hast du so viele wie ich sage, richtig ist. Wie sage ich das? Es gibt 4 verschiedene Sigards. Ich nerven Agilu sein Popo. Dann lass sie doch in Ruhe. Starmi hat schon einen geilen Schrei. Ich würde gerne die Zeit ändern, dass hier schöneres Wetter wäre, weil es ist so trist am Anfang. Aber ich mache Bärchen. Ich mache Bärchen in BDSP immer noch. Ich habe immer noch nicht genug Bärchen. Mir fehlt immer noch die Lubrusbeere. Ne, die Prunusbeere. Dann habe ich meine 10 charmanten Pokémon. Einmal, ich erzähle es immer wieder gerne. Als ich hier in Schwert und Schild durch die Meere geradelt bin, wie man das so macht, wurde ich auch wieder von einem Tohaido verfolgt und es hat mich so genervt und es hat mich eingeholt. Ich war so, oh, es ist so nervig, wenn die einen einholen und dann oh, kommt der Kampf und dann holt es einen ein und so, oh, shiny. Shiny Tohaido. Hat mich dann doch nicht so genervt. Gib meine Schätzung ab, ich sag 160. Ich sag 3475.879. Was sagen wir? Wie viele Tage hätten es noch am Leben? Nee, es ist viel zu viel. Oder? Das ist schon sehr viel. Kannst du aufhören? Ich bin auf Land. Okay. Wie lange lebe ich noch? Anscheinend nur 160 Tage nach Sophie. Man hat einen Code, den Freunde einlösen sollten und wenn man keine hat, kann man ihn selbst einlösen. Aber es hört sich ja dann nicht nach einem Bug an, sondern einfach nach einem Feature. Ich krieg schon Herzinfarkt von den Tohaidos und jetzt fangen wir schon an, darüber zu spekulieren, wann das Wailord kommt, wenn ich 11 gesehen habe. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, durch die Tweets von Anubis mich durchgeblättert, ob hier der Schillerpin zählt. Und dieses Wailord zählt als Strong Spawn, also ja. Und natürlich ist draußen der Laubbläser. Einmal im Monat muss der Laubbläser Laub blasen, selbst wenn kein Laub geblasen werden kann. Du Heido, komm, ich komm zu dir. Nein. Oh oh. Oh oh. Bei meinem Glück. Welches Glück? 28.000 Deoxys habe ich gesehen, bevor eins kam. 10.000 Arctos. 8.000 Eier für Fuecoco. Was für ein Glück. Ach, du meinst das 4. Manaphy und das 4. Burmy und das 10. Miauzinger und das 17. Ho-Oh. Die meinst du? Die vergessen wir. Hab eventuell was verpasst, aber kannst du nicht direkt vor Wailord speichern, aber oder wieso musst du den Weg immer machen? Wailord ist ein sogenannter Strong Spawn. Das sind die Pokémon, die so fett vor einem auftauchen. Also das ist kein normaler Spawn. So wie Stalos oder so wie Onix oder das Relaxo auf der Brücke, ne? Und Strong Spawns. Es wird entschieden, was das für ein Pokémon ist, wenn es auftaucht. Und wenn du jetzt genau aufpasst, guck mal, wann dieses Wailord auftaucht. Hast du Shiny Hund gestern bekommen? Nein, das hättest du gespürt. Das 26. Dumiesel ist nicht so viel Glück. Hier, guck, das ist ja das Coole an Wailord. Du betrittst die Gegend und
Da ist es. Wenn ich jetzt speichere, ist es immer das gleiche Weilort. Weil in Schwert und Schild, jedes Pokémon, das erscheint, ist etabliert, was es ist. Dieses Fleckmon ist, es ist, wir wissen, es, dieses Fleckmon ist das Fleckmon. Das wird nicht entschieden, was es für ein Fleckmon ist, wenn wir es anrennen, sondern das ist jetzt schon definiert, was das für ein Fleckmon ist. So wie in Kamisin und Popo auch. Wenn das Pokémon erscheint, ist definiert, was es ist. Das ist seit Gen 8 so. Oder seit Let's Go eigentlich so. Ist es in Let's Go so? Wahrscheinlich ist es in Let's Go auch so. Das ist doch kein Hund, sondern eine Katze. Das ist korrekt. Entei ist eine Katze, ja. Ein Löwe. Gibt es noch mehr solche Encounter wie Bylord? Ja, jeder Encounter. ganz genau wie Bylord gibt es, glaube ich, sonst keins. Weil das Besondere an dem Bylord ist, wenn ich es jetzt töte oder fange, ist es weg. Und bis vor so einem halben Jahr, bis vor einem Jahr, dachten wir alle, dass wenn du dieses Wailord fängst oder killst, ist es für immer weg. Aber dann hat jemand herausgefunden, dass jedes Mal, wenn ein Tag vergeht, besteht eine Chance von 1 zu 100, dass das Wailord wiederkommt. Und das ist das Besondere an dem Wailord. Ein Stalos, das Onix, das Relaxo, all diese fetten Strong Spawns. Außer jetzt die Legis natürlich. Kommen jeden Tag wieder. Also sobald der nächste Tag ist, ist es wieder da. Auch wenn du es bekämpfst oder gefangen hast. Aber bei Wailord gibt es nur die 1 zu 100 Chance, dass es wiederkommt. Deswegen wussten es viele nicht, dass es überhaupt wiederkommen kann, weil es so gut wie nie passiert, dass es wiederkommt. Aber wenn man weiß wie, dann kann man eben dafür sorgen, dass es wiederkommt, weil die Chance 1 zu 100 ist. Weil ich habe dieses Wailord schon gefangen. Ne? Also ich das hier, ne? Das ist das Wailord. Ich habe das schon mal gefangen und es ist trotzdem wieder da. Deswegen, nee, das Wailord ist diesbezüglich einzigartig, aber es ist nichts anderes als ein Strong Spawn. Ein geskripteter Spawn. Gibt's nur das eine? Es gibt nur das eine. Das war ziemlich geil, als damals das DLC rauskam und wir alle die Rüstungsinsel gestartet haben. Das erste, was du siehst auf der Insel, ist am Horizont dieses riesige Wailord einfach. Was ist dein Lieblings-Pokémon-Game? Pokémon-Channel. Wieso eigentlich XXL Wailord? Ja, weil es groß ist. Ob das dann Maxi ist in... Gibt's hier nicht auch Größen? Nee, nur in Legends Arceus gibt's Größen. Ob es dann Maxi ist, können wir dann schauen in... Wobei, nee, das Spiel gibt es nicht in Kamisin und Popo. Wir können gar nicht nachgucken, ob es Maxi wäre, tatsächlich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob in Gen 8 schon irgendwo hinterlegt wurde, wie groß ein Pokémon ist. Oder gibt es Jumbo und Mini schon? Nee, ne? Nee. Du meinst Hauptreihe? Okay, dann Pokémon Grün. Nicht Blattgrün, Grün. Musst du auf das nächste Spiel mit Wailord warten, ja, gell? Ich meine, irgendwo im... Weiß nicht. Irgendwo muss ja... Ist halt die Frage, ob im Code hinterlegt ist, dass das Wailord ist. Oder ob es einfach ein generisches Wailord ist. Wenn es ein bestimmtes Wailord ist, dann müssen sie das ja machen, dass es XXL ist.
Ja, das Teil bloß Platz im Pokéball. Dazu musst du den Manga lesen, beziehungsweise Legends Arceus spielen, wo gesagt wird, dass Pokémon sich schrumpfen, um in den Ball reinzupassen. Hallo Mauri. Hallo Anne. Wieso glauben so viele, dass sie Raubkatzen Hunde sind? Weil offiziell, nicht offiziell, aber weil in den Medien beides gesagt wird. Die legendären Hunde und die legendären Raubkatzen. Hallo Azrael. Kann es jetzt mal shiny sein? Ist eigentlich für eine Krone? Was ist auf der Insel? Ist die da schon? Hier kommt kein Tohaido. Und dann Tohaido. Fängt ja in der Story Koronospa und das eine Pferd zusammen mit Pokéball. Aber wenn man die beiden trennt, hat jeder seinen eigenen. Stimmt ja. Die zaubern einen Pokéball einfach aus dem Nichts. Zaubert halt Koronospa ein bisschen. Ich meine, er ist ein König. Es würde schneller gehen, wenn du keinen Shiny Gala Gladi hättest. So ein Quatsch, Mauri. Warum sollte es schneller gehen, wenn ich keinen Shiny Gala Gladi hätte? Glaubst du, ich muss warten, bis die Shiny-Animation von Gala Gladi kommt? Dann resette ich jetzt für dich mal so schnell es geht. Voller Stress. Blutdruck auf 3000. Ich habe sogar noch schneller gedrückt. Das Spiel dauert ewig, bis es neu startet. Also, bis man rausgeht. Ich habe sofort gedrückt. Oh nein, so doof, dass ich ein Shiny Galagladi habe. Das macht das Ganze viel länger. Mauri, du bist ein Glibunkel. Money Frame Perfect. Ich habe sofort gedrückt. Schau mal, wie lang das dauert. Ah, oh. Drück. Fast eine Sekunde später. Ich will auch dauernd irgendwie RL Start Select drücken, aber es geht nicht. Soll ich The Frozen One nehmen? Aber The Frozen One hat keine Hypnose und keinen Trugschlag. Wenn du den Tag wechselst, dann wäre das Violett weg. Ja, das hast du falsch verstanden, das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, ich würde gerne den Tag wechseln, damit schöneres Wetter ist, damit das Spiel schöner aussieht, aber ich kann das Wetter nicht wechseln, weil ich Berries habe in BDSP, die ich nicht wegschmeißen möchte. Wie kann man sich nur resetten antun? Wie kannst du es dir antun, jemandem zuzugucken, der sich resetten antut?
Ja, das ist nicht weg. Das ist ein Strong Spawn. Strong. Strong heißt, dass das Pokémon gescriptet ist und da ist für immer und ewig, bis du es wegmachst. Ein starker Spawn. Lea, gutes Argument. Warum tun wir das? Ich tue das gar nicht. Ihr tut das. Ich schüttle ja immer nur mit dem Kopf. Weil es eine coole Hand ist. Es ist tatsächlich eine sehr coole Hand, finde ich. Deswegen habe ich auch ewig mir kein Vilmar gebreedet, weil ich dieses eine, oder Vilmar könnte ich ja breeden. Aber zuerst muss dieses eine Vilord her. Hast du die gemacht, Marco? Du alter Schwert- und Schild-Fanatiker. Vilmar spekuliere ich noch auf Düna-Abenteuer. Da sind Vilmar zwischendrin? Aber Vilord. Ja. Wieso weist du uns darauf hin, dass wir hier sinnlos sind, abgesehen von deiner Stimme zu lauschen? Ich will nur, dass ihr wisst, dass ihr eure Zeit verschwendet. Glaube ich. Ich mache das jetzt einfach auch, um es vor dir zu bekommen. Okay. Aber ich brauche einen Beweis, wenn du es bekommst, ne? Kannst dich einfach schreiben. Ich hab's! In 3 Minuten. Glaubt ihr, man wäre wirklich so schnell im Wasser? Ich würde mich zu Tode straucheln. Heute, das hier ist heute der letzte Stream, deswegen wäre es schön, wenn ein Shiny kommt. Wie lange ist eigentlich ein Reset? Ich sollte mal gleich schauen, wie lange ein Reset ist. Wir hatten das alles schon mal getestet, aber ich habe es alles vergessen. Heute letzter Stream. Vielleicht für immer. Weil vielleicht geht das Internet in der neuen Wohnung nicht. Da gibt es nie wieder Streams. Endlich bin ich erlöst. Endlich habe ich eine Ausrede. Ich sehe dich in ein paar Wochen trotzdem. Das ist sogar echt. Das ist mir zu schnell alles. Nicht nur kommt der Umzug und dann kommt auch noch direkt Summer Breeze. Wann soll ich denn dieses Gen 6 Video machen? Okay, ich mache jetzt ein Stoppuhr. So schnell es geht. Fangen hier an. Schon einen Termin beim Arbeitsamt? Mhm. Schneller direkt zu fahren oder Tohaido auszuweichen?
Weil Taido wird einen immer einholen. Oh, das geht. Eine Minute. Bisschen schneller als eine Minute dauert's. Das ist nicht so geil. Das ist ziemlich lang, oder? Müssen wir jetzt Giratina währenddessen machen? Was machst du dann, wenn Streaming unmöglich ist? YouTube? Streaming ist nicht mein Job. YouTube ist mein Job. Wir können jetzt zweimal bekommen. Ja, aber du willst doch nicht zwei stinknormale, langweilige Düner-Raid-Weilmar kriegen. Du willst eins und dann das andere ist das hier. Ich sag dir, was du willst. Hallo Igel. Aber nur von YouTube kann ja heutzutage keiner mehr leben, oder? Also fragst du mich, wie ich mein Geld verdiene? Das geht dir einen Scheißdreck an, ja? Ich verkaufe Drogen, okay? Wolltest du das jetzt hören? Dass ich jeden Tag hier an der Ecke stehe und den alten Leuten ihre Schmerzmittel verkaufe? Wolltest du das jetzt hören? Jetzt hast du es gehört. Herzlichen Glückwunsch. Die alten Leute brauchen auch ihren Kick. Die letzten Kicks vor dem letzten Kick. Hey, jetzt gucken Kinder zu, das ist euer Problem. Wir sollten keine Kinder zu gucken. Hast du nie gemerkt, wie ich Kinder vergraule? Sofort. Ich habe nichts gesagt, was Schlimmes für Kinder. Ach, du warst das vorhin an der Ecke. Ich wollte auch noch was kaufen. Nee, ich verkaufe nur an alte Menschen. Du musst mindestens über 60 sein, dass ich dir was verkaufe. Wenn das so ist, bye. Endlich. Tschüss. Aber das glaube ich dir nicht, Fabian, weil Kinder sehen sich nie als Kinder. Das ist ja das Problem mit Kindern. Die checken nicht, dass sie Kinder sind. Irgendwann renne ich in dieses Wingull rein. Ich bin 15, ich bin noch Kind. Du bist ein Kleinkind für mich, ja. Du bist 41, fühle mich wie 61, zählt das auch? Nee, Ausweispflicht. Wer an meine Corner kommt, kommt mit Ausweis. Und erst ab 60, erst ab Rentenbonus. Ja. In Wirklichkeit verkaufe ich einfach nur Traubenzucker. Und die haben dann so einen Zuckerflash. Solange du nicht riechst wie 61, ist alles gut. Genau, ich mache den Schnuppertest. Wenn du keinen Ausweis dabei hast, mache ich den Schnuppertest. Den Modrich-Test. Das ist ein Angelloch, da kann ich, glaube ich, reinfahren, oder? Das macht nichts. Was passiert, wenn man gegen die Flosse, werde ich dann hochgeballert? Nein. Das
Scarlight, Mensch, ich habe ein YouTube-Video rausgebracht, wo du ganz genau sehen kannst, wie viel Geld ich verdiene mit meinem YouTube-Kanal. Guck's dir an, wenn dich das so sehr interessiert. Und ich mache auch noch Spaß. Ich werde natürlich streamen. Nicht wegen den paar Euros, sondern weil ich gerne streame und euch gerne von euch geärgert werde und gerne euch zurückärgere und euch nerve und ich genervt werde. Aber es kann halt sein, dass ich lange brauche, um rauszufinden, wie ich streame, wenn das Internet nicht geht. Aber wahrscheinlich wird es gut genug sein. Die Scheinchance ist erhöht, wenn man ganz hinten ins Wildout reinfährt. Ich habe gehört, wenn du einen Kickflip auf seiner Flosse machst, ist die Shiny Chance erhöht. Das schlechte Gewissen plagt ihn wieder. Dass ich meinen Witz nicht durchziehe und einfach Leute glauben lasse. Ja. Vielleicht wird deinen Nerven eine Streampause guttun. Deswegen bin ich doch eine Woche auf Summer Breeze, dann kannst du mich nerven. Aber ja, natürlich tut es meinen Nerven gut. Hauptsache, wir können deiner beruhigenden Stimme zuhören. Das kannst du auch so, es gibt genug Videos von mir. Mach einfach die Videos an. Ich würde so lachen, wenn ihr neben uns campt. Ich meine, wir haben beide Green, ne? Bin gespannt, wie Green anders ist. Ob das da wirklich gesitteter ist. Weil die letzten Jahre war es immer, dass wir neben irgendwelchen Teenies waren, die die ganze Nacht entweder böse Onkels oder Techno durchgehört haben. Und das kann ich mir mit 35 nicht mehr geben. Ich bin zu berühmt, um das aushalten zu müssen. Hey, Kurkuma. Green ist super nice. Ja, am Ende sind Marco, Kurkuma, ich und Jule zu viert genau nebeneinander, weil das Schicksal es so will. Und dann hassen wir uns alle danach. Ich lasse den ganzen Tag Powerwolf laufen. Ich weiß inzwischen nicht mehr, ob du Powerwolf wirklich magst. Ich glaube nicht. Ich glaube, du verarschst mich nur damit. Du kommst jetzt Mittwoch früh. Erst? Wir kommen Mittwochabend. Was meinst du mit... Was erst? Was erst? Das Ding geht am Mittwoch los. Wie meinst du, du kommst jetzt Mittwoch früh? Wann willst du denn sonst kommen? Einige schon Dienstag anreisen. Ja, die sind alle verrückt. Was willst du am Dienstag machen? Zahlst extra, um früher da zu sein, was dir nichts bringt, weil du eine reservierte Fläche hast. Achso, wir haben übrigens eine reservierte Fläche. Moment, ist Green immer reserviert? Nee, wir haben eine reservierte Fläche. Aber egal. Wir waren auch nie früher da. Noch nie in meinem Kopf hat sich das irgendwie gelohnt. Aber wir haben jedes Mal am Mittwoch eine Band verpasst, die direkt als erstes gespielt hat, die wir gerne gesehen hätten. Hallo Sword of the Demon King. Ich glaube, dann könnt ihr echt nicht weit weg sein. Ich meine, es ist ja auch nicht so riesig. Ich gucke voll auf deine Videos, einfach weil mir langweilig ist. Dankeschön. Mr. Demon King, Sie sind ein Rihornior. Wir werden uns einfach alle wieder über Discord irgendwie treffen und dann Smalltalk vom anderen Stern führen. Und Stream läuft gut. Ja, ja, nee, nee, ja, nee, ja, ja. Und Umzug war gut, ja, war anstrengend, ja.
Und wie findest du die Band? Ja, das ist ganz cool, die Band, ja. Vielleicht trinke ich diesmal. Oh, es gibt da nichts Geiles zu trinken. Ja, ja, fein, fein. Ist so übertrieben teuer, die Sachen, die ich trinken will da. Aber was gibt's da überhaupt? Gibt's da Gin Tonic? Ja. Aber ich will kein Gin Tonic. Ich will... Was will ich? Campari Orange. Gibt's irgendwo auf dem Summer Breeze Campari Orange? Ich hätte gerne Campari... Ich glaube, ich kaufe eine Campari Orange. Gott, dann muss man es wieder so umfüllen, dass es nicht in einer Glasflasche drin ist. Gibt's Campari irgendwie in einer... Im Tetrapack. Oder Negroni. Den nehme ich. Gibt es da irgendwo? Wo findet das statt? In Dinkelsbühl. Nürnberg. In der Nähe. Lynchburg Limonade. Die gute... Lynchburg Limonade. Campari wäre schon nice. Boah, trinkst du mit mir Campari? Ich nehme Campari im Horn mit. Ich glaube, noch nie jemand hat Campari aus einem Horn getrunken. Campari Orange gab es mal in Dosen. Ich bin dabei. Ganze Palette wird gekauft. Wird das Wetter eigentlich gut? Ich sehe immer nicht ein, Wetter zu checken, weil... Wetter ist komplette Chaos-Theorie, das kann alles sein. Also es ist nur noch 2 Wochen. 2 Wochen! Wann habe ich denn Zeit, auf Summer Breeze zu gehen in 2 Wochen? Aber muss. Camper ist gemietet. Nein, ihr dürft nicht bei uns vorbeikommen, dann seht ihr, wie dekadent wir leben. Jeder in so einem riesigen Camper mit... Wir haben sogar ein eigenes Dixie-Klo. Dass ich nicht will, dass es jemand benutzt, weil ich will keine Toilette auf unserem... Das ist wie, wenn man einfach eine Toilette in der Wohnung hat. Moment. Eine Toilette, die nicht spülen kann, in der Wohnung stehen hat. Du hast noch nie Campari, noch nie aus dem Horn getrunken? Ich habe auch, glaube ich, noch nie aus dem Horn getrunken. Ich fand es immer seltsam. Das Blöde ist ja sogar, wenn du ein Horn hast, darfst du das nicht mit reinnehmen. Zumindest war das auf Wacken so. Auf Wacken darfst du nur die Hörner mit reinnehmen, die du dort kaufen kannst. Und ich habe sogar echte Hörner. Also hinter mir steht ja schon immer so ein Horn, aber daraus kann man nicht trinken. Aber ich habe auch ein echtes Horn. Ich weiß nicht von welchem Tier, aber es hat bestimmt das Horn freiwillig abgegeben. Immer sitzen beim Pinkeln. In einem Dixie. Wahrscheinlich schläfst du in deinem Dreck, da die Nacht durchgesoffen wurde und du nicht mehr zu deinem Platz findest. Du kennst mich nicht, denn ich trinke nicht. Ich mache gerade nur Spaß mit Campari. Und selbst wenn ich trinke... es ist unmöglich für mich, betrunken zu werden. Weil ich so geil bin. Es ist nicht möglich. Beim Jubiläum haben sie doch an den Getränkeständen Hörner in verschiedenen Farben verteilt. Wenn man will, halt so Kunststoffdinger. Ja, genau, solche. Wir haben sogar solche. Aber jedes Mal... Keine Ahnung. Ich werde Rosa daran erinnern, dass sie es mitnimmt. Ja, da passt gar nicht so viel rein. Das ist noch ein schwarzes und ein grünes. Wir haben so ein holzfarbenes. Halber Liter halt. Ja, halber Liter. Ja. 3 Liter Horn. So diesen Wasserbisons, die einfach so diese so 3 Meter lange Hörner haben. Hallo Max Tendo. Aber es gibt schon so Bars, wo die dann Campari und sowas haben. Ich glaube, ich kaufe diesmal echt Campari. Weil jetzt auf dem Italienurlaub da letztens, da habe ich echt es sehr genossen, Campari die ganze Zeit zu trinken.
Ich trinke ja meistens keinen Alkohol, weil mir nichts schmeckt. Und überall ist einfach nur immer Wodka Bull und fucking Whisky Cola und och und Bier und wach, 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 wach. Und inzwischen mag ich Gin Tonic auch nicht mehr. Es ist so, dieser Tonic-Geschmack ist so penetrant. Aber Campari, Aber dann könnte ich mir auch noch was Dekadenteres machen. Irgendwie so ein, wie heißt das? Ein Aperol Spritz machen wir uns, Leute. Wir trinken Aperol Spritz aus dem Horn. Das hat, glaube ich, auch noch niemand gemacht. Lieblingscharakter aus Naruto? Die Schaukel, wo Naruto drauf sitzt. Weil ich würde gerne mal... Nix. Oh ja, die Schaukel. Kommt Rosa mit? Rosa ist der ganze Grund, warum wir das immer machen. Nein, sie ist nicht der Grund, aber natürlich. Rosa will da mehr hin als ich. Für Rosa ist das mindestens ein Festival im Jahr, sonst leben wir nicht. Okay. Ich mag den Ramen-Guy. Der Typ, der immer die Ramen an Naruto verkauft. Deiner ist Sasuke. Sasuke Uchiha. Mir fällt nichts ein. Vielleicht findest du eher dort ein Negroni. Ja, weil es einfach nur jeder Alkohol zusammengemischt ist. Stimmt. Sasuke natürlich, aber als Kind nicht japanisch geguckt. Ja, aber es wird ja trotzdem Sasuke geschrieben. Guckst du Boruto? Nein, das ist nur für 15-jährige Fabians. Hoppa. Ich mag nichts Bitteres. Ich mag halt nur bittere Sachen. Ich mag, wenn Bier, dann bitteres Bier. Ich mag Campari, Gin. Ob die Fleckmans auch geskriptet sind, weil die immer an der exakt gleichen Stelle auftauchen? Gibt's eigentlich schon ein Timetable? Ich glaube schon, weil Rosa hat gesagt, dass sie... Da gibt's eine Band aus Stuttgart, die sie sehen wollte, und die tritt genau dann auf, wenn wir noch nicht da sind. Mittlerweile ist Boruto voll krass. Ja, ich weiß, dass Boruto nicht schlecht ist. Ich habe nur, nachdem ich alles von Naruto gesehen habe, hatte ich keinen Bock mehr, dass alles wieder von vorne losgeht. Deswegen habe ich Boruto nie geguckt und auch null Bock. Hallo Noir Night Raven. Campari mit Grapefruit? Echt? Boah, das ist aber dann extra bitter. Wie wär's denn mit Campari mit Blutorange? Mag Naruto generell nicht. Ja, ich habe Naruto und Shippuden durchgeschaut und dem Anime eine Chance gegeben. Und du magst es trotzdem nicht? Oh, Shippuden ist schon geil am Ende. Mit Pain und so. Und dann Tobi. Mich haben Filler aber nie gestört, weil man einfach nachschauen kann, was ein Filler ist, oder man spürt's und dann schaut man es halt einfach nicht an.
Aber gefällt dir dann irgendein anderer hier Long-Ass-Anime? Noah? Vielleicht bist du eher so der kurze Guy, der kurze Raven, der Short. 8 Folgen. Ich habe gestern einen geilen Comic fertig geguckt, der gerade auf Netflix ist. Scavengers Rain. Vielleicht habt ihr das mal gesehen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch auf Netflix ist, aber Scavengers Rain, 10 von 10. Wunderschön. Quasi so eine Kolonie macht eine Notlandung auf einen Alien-Planeten und der Planet ist halt voll krass und sie versuchen von dem Planeten wieder runterzukommen. Es ist so schön gezeichnet und es ist, die Aliens quasi, die Kreaturen auf dem Planeten sind so durchdacht und für Naturfreaks ist es halt faszinierend zu sehen, was für kreative Ideen die hatten, wie sie Aliens darstellen und halt die Biologie dahinter. Scavengers Rain. Mega geil. 12 Folgen, 10 von 10. Richtig spannend auch. Tohaido. Bist bei One Piece aktuell? Also magst du lange Sachen? Alles Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen langen Sachen und kurzen abgeschlossenen Sachen, würde ich immer die abgeschlossenen Sachen nehmen, die kurzen Sachen. Ich würde einen, auch wenn Fullmetal Alchemist nicht kurz ist, aber es ist halt fertig. 170 Folgen, fertig. Würde ich immer bevorzugen über einen One Piece. Wo 80% einfach gewartet ist. Dann kommt Hunter x Hunter. Was damit? Das würde ich genauso wie Fullmetal Alchemist sagen. Abgeschlossen, fertig. Wenn es für dich nicht abgeschlossen ist, dann ist es ja dein Problem. Aber ich fand es abgeschlossen. Es ist nicht abgeschlossen. Der Manga, aber der Anime hatte ein Ende. Der Manga ist nicht fertig. Willst du bald Demon Slayer anfangen? Tu's nicht. Nein, das gefällt dir bestimmt. Aber ich finde, es ist eine der schlechtesten Sachen, die letzten 10 Jahre rauskamen. Aber davon haben wir darüber auch viel zu oft schon hier geredet, wie scheiße Demon Slayer ist. Pokémon war noch besser, als sie keinen Helm getragen haben. True. Helikoptereltern hier mit Helm tragen. Was soll denn passieren? Aber ja, ist interessant eigentlich, dass sie... Gen 8 war das erste Mal, dass sie einen Helm hatten, oder? In Gen 7 gab es kein Fahrrad, Gen 8, ja. Aber hier hat halt das Fahrrad auch eher so einen sportlichen Look. Also mich hat der Helm nie gestört. Weil es ist ja dieser sportliche Look. Wo der Helm irgendwie Sinn macht, so optisch auch. Davor war es immer nur, man fährt halt ein bisschen Fahrrad. Hier ist es so richtig. Wow. Warum nicht? Weil ich es nicht mag. Weil ich diese Kack-Demon Slayer schonen Kacke nicht mehr sehen kann. Es ist immer das Gleiche. Hattest du nicht auch einen Helm auf beim Skaten? In Gen 6? Nee. Man trägt einen Hut als Charakter, aber das ist kein Helm. JJ, du bist ein Sonnenkern. Und Farsky, du bist ein Sanaconda.
Ja, das Remake von Netflix könnte interessant sein. Wenn die es so machen wie das Dragon Ball Z Remake, das war ja auch nicht schlecht. Halt schön komprimiert. Und man hat es noch nicht mal gemerkt. Ich glaube, wenn wir das One Piece Remake anschauen, dann ist es für uns so, ja, ist doch alles so wie immer. Weil wir die ganzen langweiligen Passagen und die ganzen rumgewahrte Sachen ausgeblendet haben und die Intros und Outros und sowas. Ich glaube, es wird für uns nicht normal anfühlen. Die NPCs hatten safe einen Helm, das stimmt. Aber ich glaube, dein Charakter, der hat einfach nur so flupp und dann hat er Inline-Skates gehabt. Da war kein Helm. In Gen 10 bekommen wir dann so eine realistische Szene, wie man dann so seinen Rucksack auf den Boden tut, seinen Helm rausholt, die Kniebeugen, Schützer und sowas rausholt, sich eine Sporthose anzieht, das Fahrrad dann so abholt von der von einem Fahrradparkständer und dann so 5 Minuten später darf man losfahren. Realismus halt. Aber ich muss schon sagen, es stört mich schon sehr, wie unrealistisch es ist, dass man einfach Start drückt und dann flupp hat man einfach einen Helm auf. Ich meine, wo kommt der her? Was soll denn das? Aber das verstehe ich ja noch bei so einem Kinderspiel hier, wo die Grafik Outlines hat und noch so Comic ist. Zum Glück haben sie in Gen 9 endlich die Outlines entfernt, damit die Grafik so unfassbar realistisch ist. Jetzt bin ich so tief drin in dem Satz gewesen, dass ich selber nicht mehr weiß, ob ich sarkastisch bin oder nicht. In Gen 10 ist das Leggy dann Auto, ja, wo man so reinsteigen kann und man ist dann in dem Leggy drin. Genau, in Gen 9 darf ich sogar fliegen, ohne einen Fallschirm tragen zu müssen. Du musst erstmal so Bremsproben machen, Warndreieck rausholen. Es gibt dann so ein Warndreieck. Du kannst von der Polizei angehalten werden. So Polizei-Pokémon, so Rockies auf ihren Arcanis, da wirst du angehalten und musst Warndreieck zeigen und Verbandskasten. Das Verbandskasten ist so ein Vonera. Das 50. Nein, das ist das 49. Führerschein hätte ich mir sogar vorstellen können in Gen 9, wie du erstmal so in der Uni oder in der Schule so ein Tutorial durchmachen musst, was ein Führerschein ist. Ordnungswidrigkeitsanzeige, da kommt der. Kommt der Hauptmeister, wie heißt er? Sicherheitshauptmeister, wie heißt er? Kommt so ein Nerd mit komplett Neonanzug und hält dich an. So, Nummer 50, Mylord. % haben wir fast schon von den Odds. Hey, warum hörst du nicht auf? Zählen dann Tohaidos auch als Strongspawn? Weil man sieht sie. 50. Vielleicht machen wir da echt eine Double-Hand draus. Ich meine, ich könnte Giratina währenddessen resetten. Könnte ich Giratina währenddessen resetten? Schon, oder? Einfach die ganze Zeit A drücken.
Dann in der Zeit, wo Giratina erscheint, renne ich zu Vylord. Na dann, warum verschwenden wir noch unsere Zeit hier? Ist doch alles machbar. Warum ist es kleiner? Warum ist es ein anderes Format? So seltsam. Ja. Schau, wie gut es funktioniert. Der Rahmen ist auch gut, ne, von mir. Hallo Drarot. Ist Oras drin? Brauchen wir Platin? Das ist ein cooles Bild von Giratina, gell? Ja, ich weiß gar nicht mehr, woher das ist. Das ist, glaube ich, wie immer irgendeine TCG-Karte. Wo ist mein Platin? Was würdest du für einen Real-Life-Beruf ausüben, wenn du YouTube und Twitch nicht gäbe? Dann wäre ich Art Director. Weil ich war Art Director. No Signal. Natürlich, no Signal. Hast du schon? Ey. Ja, wunderschön. So.
Aber jetzt ist... Ich habe keinen Counter für Giratina. Wir kriegen das hin. Stopp. So. Was ist denn die... Der Moment, den ich screenshotten sollte bei Giratina. Geht das Urara? Geht nicht von alleine weg, ne? Drarot, du bist ein Silvaro. Giratina aus der Zerrwelt ist erschienen. Geht das von alleine weg? Ja, okay, Giratina aus der Zerrwelt ist erschienen. Das ist unser Screenshot, den wir brauchen. Maurice, du bist ein Kingler. Oh, ich hab's gleich. Die eine Hand ist... Vaillord. Das ist ein Soft Reset. Und die andere Hand ist Giratina. Mit dem Giratina Counter. Und das ist auch ein Soft Reset. So, mal schauen, ob das jetzt geht. Wir Soft Resetten das hier. Dann Soft Resetten wir das hier. Da ich gerade neu gespeichert habe, ist das Tagebuch weg in Gen 4. In Gen 3 geht das Tagebuch leider nicht weg. Dann drücken wir durchgehend A für Giratina. Labern es an. Gehen hier raus. In der Zeit fahren wir zu Vaillord. Giratina aus der Zerrwelt ist erschienen. Zeit 1201. Es funktioniert. Technik. Mensch. Problem ist dann nur, wenn man gegen einen Fleckmann fährt, weil man jetzt nicht mehr so genau aufpassen kann. Und man kann das XXL Vaillord aus dem Schildschwert-DLC Shiny resetten? Ja, natürlich! Du kannst alles Shiny resetten, außer die Box-Legis, die Gift-Pokémon und die Starter. So, jetzt bin ich ein bisschen beschäftigter als davor. Ich mache mir die ganze Mühe mit dem Counter, dann kommt es noch 10 Stück, weil ich mir die Mühe gemacht habe. Das heißt, ich muss ja auch jedes Mal warten, bis die Zerrwelt-Nachricht gekommen ist. Ich habe Nigiragi, habe ich auch in 10 Minuten gefunden. Jetzt hören wir hier beide Sounds. So hört sich Schwert und Schild mit Platin-Musik an.
keine Hand frei. Certified Banger. Das würde dich etwas wütend machen, wenn es zu früh kommt. Das Wylord kann früh kommen, weil es ist nur 1 zu 1300. Die Ratina wird dauern. Ich kann halt nur einhändig... Ja doch, ich kann mit einer Hand Gas geben. Doch, das geht. Haha. Aber ich kann nicht mit einer Hand den DS-Soft resetten. Das ist doch jetzt eine shiny Hand. Das war doch davor Kinkerlitzchen hier mit einem Wylord. Ein Reset pro Minute. Peinlich. Reicht es nicht aus, wenn man vor dem Wylord speichert und dann reinfährt? Nein. Denn in Schwert und Schild, sowie auch in Karmesin und Purpur, wird definiert, was es für ein Pokémon ist in dem Moment, wo es erscheint. Und jetzt guck mal, wenn wir das Spiel hier gerade neu starten, wann Wylord erscheint. Wylord ist ein Strong Spawn und kein Pokémon im Gras. Schau mal, wann das erscheint, das Wylord. Klick, da ist das Wylord. Jetzt ist definiert, was das für ein Wylord ist. Wenn ich jetzt speichere, ist das Wylord immer das gleiche. Bis ich die Map wieder verlasse. Dann despawnt es und respawnt wieder. Und verzeih deine Unwissenheit, ausnahmsweise. Was haben wir für ein Zettel? Desaster, du bist ein zitterndes Zelt. Auch Schnäppke genannt. Ist der Name nicht eingefallen, aber war richtig. Du kannst rein theoretisch ein Gummiband um den DS machen, sodass die Schultertasten runtergedrückt bleiben. So intelligent, Maurice. So intelligent. Das heißt, wenn ich so einen komplett rumspanne und die da drüber lege, da passiert nichts. Dann muss ich einfach nur so klicken. Smart. Wirkt der Schillerpin bei den Regis? Nein. Ich glaube, ich habe nur kein Gummiband. Also nicht mehr hier, ich habe schon alles weggeräumt für den Umzug. Dankeschön, Flo. Dankeschön für deine 14 Monate Prime. Mir ein Shiny heute. Ein Shiny zum Abschluss und endlich mal seit gefühlt Jahrzehnten wieder im Stream. Ich überlege echt, was ist das letzte Shiny, das ich im Stream gefunden habe? Es kann nicht Incognito gewesen sein. Es kann doch nicht sein. Mir fällt keins ein sonst. 50 Stunden, 50 Shinies? Ja, aber das ist ja alles geschenkt. Last. Oh nein. Ja, aber da kommt eben mein Fail, oder?
Ja, da kommen meine Deoxys. Übrigens nicht aktualisiert. Das ist nicht das neueste Deoxys. Aber... ja, nee. Wie lange geht das Sushi-Event noch? Auf dem Discord habe ich eine Übersicht gepostet. August. Noch eine Woche. Hast noch Zeit, die anderen Sushis zu fangen. Soll ich das neue reinmachen? Ja. Quasi auf meinem Twitter das neueste Deoxys. Das vierte Deoxys. Das mit 304. Mir fehlt der Helm. Ich muss auch Helm tragen, dass ich eins bin mit meinem Charakter. Ich glaube nämlich wirklich, 50-50 Shiny Event waren meine letzten Shinies, die ich live geholt habe. Alles andere habe ich dann immer offline gefunden. Was heißt alles andere? Halt 4 Deoxys. Das Gramokles, was ich zufällig gefunden habe. Und sau viele gebrütete Shinies halt, aber die habe ich eh nicht gestreamt. Das Burmi war krass, finde ich. Das Burmi einfach. Dann war ich so dumm und habe das Burmi entwickelt. Burma Dame kann die Form nicht ändern. Ey, da kommt man auch nur drauf, wenn man es einmal falsch gemacht hat. Dir wird nichts anderes einfallen. Eben, traurig. Und deswegen muss heute das Weilord kommen. Wenn das Giratina kommt, schenke ich 20 Subs. Wenn das Weilord kommt, das erwarte ich. Wir haben ja schon ein paar Violet-Resets gemacht vor einem halben Jahr oder sowas, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo ich da war. Ich glaube, da haben wir nicht mal gezählt. So einfach nur, weil das gerade aktuell war, weil das ja gerade rausgefunden wurde. 1, 2, 1, 3. Wunderschön. Wenn das Violet kommt, bekomme ich alle deine Celebis. Warum soll ich was verlieren, wenn ich gewinne? Wie lange ist ein Giratina-Reset? Kann nicht lang sein, oder? 20 Sekunden? Sollen wir mal testen? Weilord ist eine Minute. Das Krasse ist eigentlich. Aber ich muss halt jedes Mal dahin. Drei Sekunden. Wir testen das jetzt. Man muss halt echt nur A-Spam. Und ja, 23 Sekunden sowas. 25 Sekunden. Ich muss halt ein bisschen warten, bis ich resette, damit der Counter zählt. Also 25 Sekunden dauert's. Also in einer Minute sehen wir zwei Giratina und ein Weilord, wenn ich vier Hände habe. Weilord auch so ein halber Tanker auf der Overworld, deswegen holen wir ihn ja. Das einzigartige, riesige Weilord.
Kannst auch in Vylord spawnen. Nein. Kann ich nicht. Außer du erzählst mir, dass du Shiny Vylord so gefunden hast. Witzig, dass auf BDSP der Reset bei Arceus kürzer ist, als wenn du fliehst. Ja klar, weil du die ganze Treppe wieder neu runtergehen musst und neu erschaffen musst. Aber es ist witzig, weil ein BDSP-Reset so unfassbar lange dauert. Könntest du denn nicht direkt vor Vylord speichern und dann jedes Mal dort resetten? Oh, stimmt. Nein. Nein, kann ich nicht. Denn wie du siehst, wann spawnt Vylord? Nicht jetzt, sondern du siehst es gleich, wenn wir neu starten. Siehst du, wann Vylord spawnt? Warum denn timeouten? Das ist doch eine berechtigte Frage. Mariko, warum willst du Leute timeouten? Jetzt spawnt Vylord. Zack, da ist es. Und jetzt definiert, was das für ein Vylord ist. Deswegen, ich kann nicht davor speichern. Ich kann auch nicht innen drin speichern. Wenn ich jetzt speichere, speichere ich das Vylord. Es klappt nur bei sowas wie den Rittern, weil die tatsächlich erst spawnen, wenn du da bist. Aber Vylord spawnt, wenn ich die Map betrete. Sogar egal wo. Wenn ich zum Beispiel aus anderer Ende, wo man Vylord gar nicht sieht, die Rüstungsinsel betrete, spawnt trotzdem ein Vylord. Bruder Mo, du bist ein Seemon. Wäre was anderes, wenn du es gerade erklärt hast und 2 Minuten die Frage nochmal kommt. Selbst dann kann ja immer sein, dass Leute neu reinkommen. Das ist ja eine berechtigte Frage. Fragen, die mich nerven, sind: Was ist dein Lieblings-Pokémon? Was ist dein Lieblingsspiel? Das sind Fragen, die eindeutig jemanden nerven. Aber ich mache das hier doch live, damit die Leute Infos kriegen, wie sowas geht. Weil das mit Vylord ist erst vor kurzem rausgefunden worden und interessant. Nachricht schreiben und anpinnen. Das könnte man machen. Gesicht, das ausstrahlt, ja. Aber dann musst ja nicht du als Zuschauer sagen, dass jemand gebannt werden soll. Im Grunde, ihr könnt nichts richtig machen. Ist doch normal. Einfach Klappe halten. In meiner Welt ist Timeout bannen. Es gibt 2 Definitionen. Das eine ist Bann und das andere ist, wie heißt es? Egal. Mich nervt das Thema.
Permaban, genau. Ja, schau, du kennst es doch. Es gibt Bann und Permaban. Permaban ist für immer weg. Bann ist bestimmte Zeit. Dann kommt das Video zu Gen 6. Du Robinson, halt die Klappe. In 3 Monaten. Nein, es sollte schon längst da sein, das Gen 6 Video, weil es wirklich nicht groß ist. Aber mit dem Umzug und dann eine Woche Urlaub, ich finde keine Zeit. Und dann muss ich mein Zimmer neu einrichten, damit ich das Video überhaupt machen kann. Deswegen, es kann echt sein, dass es noch 1 Monat dauert. Weil ich werde jetzt eine Woche lang nichts machen können. Und dann ist Summer Breeze, werde ich wieder eine Woche lang nichts machen können. Was bedeutet, danach muss ich das Gen 6 Video in 2 Wochen machen, was krass ist. Und dann ist schon fucking September. Ah, geht auch weg. Also es dauert lang. Aber keine Angst, das Gen 6 Video wird eh langweilig. Solltet ihr eh nicht anschauen. Dann sind wir schon fast fertig mit dem Origin Dex. Ja, endlich, ey. Ich muss ehrlich sein, jetzt seit Gen 6 habe ich keinen Bock mehr auf Origin Dex, weil es zu einfach ist. Es ist nichts Besonderes mehr. Es gibt so viel coolere, besondere Sachen, die ich noch machen könnte. Aber ich will halt auch das Projekt zu Ende machen. Drei Monate Apple TV. Danke, Happens, für den Sub. Habe ich mir gestern auch geholt. 3 Monate lang Apple TV. Wenn ihr euch jetzt Apple TV Plus holt, zurzeit, wenn ihr subbt, ihr müsst einfach nur einen Sub geben, ob Gift oder für euch selber, egal, bekommt ihr 3 Monate gratis Apple Plus. Und ich kann es euch nur empfehlen, weil es gibt großartige Serien auf Apple Plus. Und 2, die ihr anschauen müsst, ist Foundation, Sci-Fi, unfassbar geil. Star Wars schaut dadurch in die Röhre. Foundation, großartig. Und das andere ist Succession. Succession und Foundation. Geht aber nur vom PC aus. Psst. Echt? Ich mache eh immer nur PC. Geht nur vom PC aus. Ich habe aber Android. Ja, dann hör auf, Android zu haben. Sei doch mal normal und schau einfach Twitch ohne Android, was? Ich habe aber, achso, du meinst Apple, was? Nein, hä? Ist ja noch doofer, nein, was? Apple Plus ist so wie Netflix. Netflix, Disney Plus, Apple Plus. Mir kommt kein Apple ins Haus. Du musst kein Apple dafür haben. Okay. Ich kann dich anscheinend eh nicht von Qualität überzeugen. Also ich mag Apple auch nicht, aber die Shows sind Kino. Das wäre nur für Apple-User? Nein, das ist Apple TV Plus, das ist wie Netflix. Das ist wie Disney. Ah, das war zu früh resettet. Apropos Origin Dex, sitzt gerade an Latios in Smaragd und es bricht mich bei über 400 Bällen mittlerweile. Was machst du falsch, Brenny? 400 klingt ein bisschen hart. Was machst du? Ja, die Dino-Doku-Serie ist auch auf Apple Plus, ja. Die quasi, die von den Machern ist von Planet Earth. Also die, die wirklich Tierdokumentation machen, haben auch eine Dino-Dokumentation gemacht. Das sieht echt krass aus. Habe ich auch angeschaut. Ist da nur noch Gen 7 und Gen 8?
und Legends Arceus. Und Legends Za. Ist das Violet wirklich so fett? Ich meine, du siehst es. Das darfst du entscheiden. Aber dich gut. Succession und Foundation ist noch besser. Aber für eine Doku ist es sehr geil. Ja, ja. Vor allem das Neuere. In der ersten Staffel sieht man noch ein bisschen, dass es Dinos sind. Also, dass es CGI-Dinos sind. In der zweiten siehst du es dann nicht mal mehr. Da denkst du echt, oh mein Gott, die haben einfach Dinos gefilmt. Du kannst maximal 20 bis 25 Bälle werfen, bevor ich K.O. gehe. Dann musst du jedes Mal neu suchen. Wie habe ich das denn gemacht? Ich habe auch wohin genau genommen. Tränke. Das Suchen dauert eine halbe Stunde. Machen wir jetzt ein zweites Wohin genau. Das ist eine gute Lösung, ja. Ein zweites Wohin genau machen, was du genau genommen auf Level 100 auch haben kannst, weil du brauchst ja nur das erste auf Level 40 wegen dem Schutz. Was du noch nicht mal machen musst unbedingt, ne? Du kannst auch so ohne Schutz reingehen. Und warten, dass das Latios so kommt. Aber dass du eine halbe Stunde suchen musst, ist komisch. Hast du mein Video angeschaut, wie ich das mache? Das ging immer super schnell mit Latios und Latios. Du hast vorm Latios gespeichert, was eine tolle Idee war. Gell? Bringt nur nichts. Würde auch gern solche Spiele auf dem PC spielen, aber leider ist mein PC so schlecht und ich habe leider auch nicht das Geld dafür. Rapid Monkey, was? Wir spielen Pokémon. Pokémon gibt's nicht auf dem PC. Wir spielen Pokémon nicht auf dem PC. Ändert nichts daran, dass du dir für Geld eine Switch kaufen musst. Aber das Argument, dein PC ist so schlecht, das zählt nicht. Dein PC hat keinen... Spielt keine Rolle. Ist ja zufällig alles, aber manchmal kommt es auch direkt wieder. Also ich hatte keine Probleme. Ich glaube nicht, dass du eine halbe Stunde suchen solltest für Latios. Aber mach dir ein zweites. Oder was anderes mit Wegsperre. Und ganz viele Tränke, ja. Einfach. Ich glaube, ich habe meins einfach am Leben gehalten, ewig. Und immer wieder Bälle geschmissen. Eigentlich habe ich immer erst aufgeben müssen, als Latios sich angefangen hat, selbst umzubringen. Ich habe noch so viel mehr auf Apple Plus angeschaut. Was war denn noch so geil? Die Dino-Doku, Foundation, Succession. Ted Lasso soll auch sehr gut sein, aber ich habe null. Also mir ist Fußball egal und Ted Lasso ist Fußball. Es soll trotzdem sehr lustig sein, egal ob man Fußball mag oder nicht. Was war denn noch auf Apple? Oh! For Mankind. Das ist so geil. Oh, davon habe ich damals auch so geschwärmt, als ich es angeschaut habe. For All Mankind. Es geht darum, dass
was wäre, wenn Amerika damals das Rennen um den Mond verloren hätte und die Russen tatsächlich auf dem Mond zuerst gelandet wären. Das ist ziemlich geil gemacht, so was wäre, wenn. Und es geht halt die ganze Zeit um Raumfahrt, um NASA. NASA? Super geil. Also wer so Weltraumfahrt mag, das ist saugeile Serie. Ja, die drei sind eigentlich Pflicht, wenn man Apple Plus hat. Das ist alles Sci-Fi. Man muss ein bisschen Sci-Fi mögen. Genau genommen könntest du halt Pokémon wirklich auf dem Toaster spielen. Die alten zumindest. So im Kühlschrank. Nächste Shiny Hand auf dem Smart Fridge. Ey, wenn ich einen hätte, dann würde ich das, glaube ich, echt probieren, weil es lustig ist. Dann steht man so vor dem Kühlschrank wie an so einem richtigen Arcade-Automaten. Aber ich hole mir sicher keinen Smart Fridge, den ich noch nicht mehr irgendwo hin tun könnte. Für ein Video, was vielleicht 5000 Leute anschauen. Rabbit Monkey, schreibst du hier nur, um Mitleid zu kriegen für deinen PC? Dein armer PC, er ist so scheiße. Du kriegst das Mitleid. Es hat trotzdem nichts damit zu tun, dass du nicht Pokémon spielen könntest. Ja, oh nein. Rabbit Monkey, hol deine Eltern, ich red mit denen. Papa Monkey und Mama Monkey, bitte gebt Rapid Monkey sau viel Geld, mindestens 4000 Euro, dass er sich endlich eine 4080 kaufen kann. Denn jeder 13-Jährige braucht den krassesten PC auf der ganzen Welt. So wie wir ihn alle hatten mit 13. Ich hab fucking Pinball und Minesweeper gespielt auf dem PC in deinem Alter. Und mit Adi gelernt im BIOS. Und Lemmy gespielt auf einer Diskette, Mann. Kannst du bitte auch für mich fragen? Vielleicht der Kooperation. Hey, Samsung, gebt mir euren besten Smart TV. Ich will Pokémon spielen. Ich meine, alles mit dem Bildschirm geht, weil am Ende kannst du immer einfach den Bildschirm anschließen. Aber das wäre natürlich blöd. Du musst es irgendwie... Weil es gibt doch auch diese Red Bull Kühlschränke, wo das Glas ein Bildschirm ist. Ich meine, im Endeffekt könntest du es auch irgendwie darauf spielen. Habt ihr auch Adi gespielt? Das ist nicht spielen, das ist lernen, okay? Wir haben gelernt. Mathe und Deutsch. Ich habe mich cool gefühlt, weil ich mit 14 Randomizer zum Laufen gebracht habe. Das ist cool. Meinen Respekt hast du. Dafür brauchst du aber auch keinen guten PC, um einen Randomizer zu spielen. Solitär habe ich nie gecheckt als Kind. Das habe ich erst später gecheckt, wie Solitär funktioniert. Minesweeper auch. Ich habe einfach nur drumherum gedrückt. Deswegen war wirklich immer Pinball. Pinball ohne Ende. Und Lemminge auf Diskette. Das war vor 2000. Hab mit 14 mein erstes Shiny getötet, weil ich nicht verstanden habe, warum Viridium pink war. Also anderen ist das passiert mit Radfratz und Taubsi und du packst einfach Viridium aus.
Nee, lange ist her, Daniela. Du hast mit einem Stock und mit einem Hula-Hoop-Reifen gespielt, okay? Vergleich dich nicht mit meinen Lemmingen, okay? Du hast mit Steinen und Stöcken gespielt. Hallo? Ach ja, lange ist her, wie ich Pinball gespielt habe auf Windows 95. Nix da! Stock und Stein. Okay, das war das letzte Mal, dass wir von Daniela was gehört haben. Jetzt habe ich es komplett übertrieben für immer. Mit Tellaminen Frisbee gespielt. Uff, 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 uff. Ich habe mich auch als krasses Decker gefühlt, als ich die 99 Masterbälle hatte, die guten alten Zeiten. Ja, sowas habe ich benutzt bei Final Fantasy 8 damals. Da gab es auch diese Trainer immer für den PC, was so eine kleine Software war, und dann hat es das Spiel angezapft, da hat man sich einfach alles gegeben. So Trainer. Hallo Shirin. Ich will schneller resetten bei Giratina. Ich muss warten. Vielleicht ist es besser zu warten, bevor ich es resette. Aber mit der Tastenkombination kann ich nicht. Zu schnell. Ich habe noch mit den ersten PCs angefangen. Du meinst die, die so groß wie Hochhäuser waren? Aber nur 32 RAM hatten. Was heißt 32 RAM? 64 Kilobyte, aber waren so groß wie ein Hochhaus. Wo du noch buchstäblich Schalter betätigen musstest, um Einsen und Nullen umzukehren. Ja. Ja, ich meine 64 Byte Festplatten. Ja. Hat jemand noch die Modems erlebt? Hallo? Natürlich. Während ich im Internet war, konnte niemand telefonieren. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Es war entweder Internet oder telefonieren. Konntest nicht beides gleichzeitig machen. Mein erster USB-Stick hatte 128 MB. Ja. Hat nur 80 Euro gekostet. D-Mark, bitte. Auf meinem ersten PC hatte ich mit Minecraft Beta die Arbeitsspeicher zerhauen. Was? Das war vor meiner Zeit. Ich finde es immer interessant, sowas zu hören. Ja, du hattest ein Modem, das war im Keller, das, also zumindest hat man es, aber der PC hat auch Geräusche gemacht, stimmt. Also hattest du halt das Modem, war ein fettes Ding. Was heißt, die waren eigentlich genauso groß wie die Router heute. Also halt so ein Modem, und das hast du da in die Telefonleitung reingesteckt. Und das hat sich halt wirklich eingewählt, so wie wenn du jemanden angerufen hast. Nur dass es sich halt ins Internet reingewählt hat. Und deswegen hast du gemacht. Und dann war es im Internet drin. Das war wirklich so langsam, dass wenn du irgendwie eine Website eingegeben hast oder irgendwas, dann hat sich die Website so langsam aufgebaut. Für jeden Pixel so langsam aufgebaut, bis du die Website vor dir hattest. Und dann konntest du das anschauen. Und wenn du wieder auf was geklickt hast, hat es wieder so gemacht. Und ich glaube, die PCs haben auch Geräusche gemacht. Also die PCs haben dann auch so gemacht. Um das Internet quasi da reinzuladen. Keine Ahnung, technisch gesehen. Und ich erzähle dir noch etwas, was unvorstellbar ist heutzutage. Was viele von uns alle erlebt haben, auf die harte Art und Weise. Und zwar gab es damals Webseiten. Und es waren noch nicht mal irgendwelche verruchten Schmuddel-Webseiten. Das war einfach damals etwas, was die Leute ausprobiert haben. Quasi, es war ja wirklich Neuland. So wie wenn heute AI kommt, so wie heute AI Neuland ist, und dann gibt es da noch keine Gesetze für. Und damals gab es halt auch im Internet noch gar keine Gesetze. Und es gab Webseiten, wo unten in deinem Browser, weißt du, wo steht so, keine Ahnung, HTTPS oder halt irgendwelche Infos stehen von der Webseite,
war auf einmal so eine kleine Uhr mit einer Zahl, die hochtickt. Sekundenmäßig. 1, 2, 3, 4, 1, 2, hey, das war ein bisschen schnelle Sekunden. Und es war so ein Uhrsymbol und halt Sekunden, die hochticken. Und mir ist es aufgefallen, dass so ein paar Webseiten diese Uhr haben. Aber ne, checkst halt nicht, was es ist. Und am Ende des Monats kommen deine Eltern auf einmal und sagen, kleiner Leo, wir haben eine Rechnung gekriegt von 300 Euro. Das waren Webseiten, die Geld verlangt haben. Und die haben das nur kenntlich gemacht, indem unten ein Timer lief und du hast halt pro Sekunde 30 Cent gezahlt. Oder halt wie telefonieren, wie es halt damals oder heute immer noch Hotlines gibt, die du anrufst und dann kostet irgendwie eine Minute 30 Cent. Und dann surfe ich auf diesen Webseiten, was dann irgendwie war Zelda-Komplettlösung oder sowas. Und dann haben die halt, weil es noch keine Gesetze gab und keine Regelungen gab, war halt einfach auf der Website das Gesetz, dass wenn du auf der Website bist, dann kostet es irgendwie 1 Euro die Minute dort zu sein oder D-Mark. Und dann kamen auf einmal die Rechnungen, dass du irgendwie 300 Euro zahlen musst. Beziehungsweise hast du schon gezahlt, weil es war eine Telefonrechnung. Nur, dass du halt die Website angerufen hast für 3 Stunden. Und das weiß ich noch. Dann haben wir zusammen gelernt, so okay, wenn da unten so eine Uhr tickt, nicht auf dieser Website sein, weil die kostet Geld. Und das war sehr schnell wieder weg. Das war sehr schnell wieder weg, weil natürlich sofort den Leuten aufgefallen ist, dass es ein fetter Scam ist. Und dann gab es langsam immer mehr Gesetze dafür, dass sowas natürlich nicht mehr möglich ist. €30 pro Minute. Es war richtig krank, ja. Es war richtig krank. Ich habe die Telefone geliebt mit der Wellscheibe. Ja. Wo ein Klick noch eine Sanduhr hatte. Stimmt. Wilde Zeiten. Candyman, dankeschön, dass du einen Sub geschenkt hast. So geisteskrank aus heutiger Sicht. Ja, aber du wirst in 20 Jahren auch zurückblicken auf AI und dir denken, oh mein Gott, so krank, wenn man zurückguckt einfach. So dumm, dass AI keine Gesetze hat. Und so war das Internet damals komplett so. Es gab einfach, die Leute konnten erstmal machen, was sie wollten. Aber dein Vater hätte es auch nicht gecheckt, egal ob er neben dir steht oder nicht. Es war eine kleine Uhr, die rechts unten läuft. Es war ja wirklich ein Scam, den halt jeder gemacht hat. Weil es halt alles noch neu war. Ob die Leute irgendwann mal über UHD bzw. 8K-Auflösung lachen werden. Ich glaube, 8K ist das Höchste, was wir machen werden, weil deine Augen sind eh nicht besser. 8K, eigentlich 4K hört schon auf. Aber gut, lass noch 8K machen für die, die wirklich gute Augen haben. Oder für Bildschirme, die halt wirklich riesig, riesig, riesig sind. Aber klar, es wird immer mehr gehen technisch, aber es wird halt einfach nicht mehr notwendig sein. Ich glaube, irgendwann hörst du halt auf zu zählen. Weil was ist denn, was soll denn eine bessere Auflösung sein als Realismus? Und es sieht ja jetzt schon, ne? Wenn du einen 8K-Fernseher anschaust, da siehst du keine Pixel. Ich habe immer noch Full-HD-Fernsehen. Mein Fernseher ist nicht 4K und ich habe nicht das Bedürfnis, auf 4K zu gehen. Null. Irgendwann werde ich es machen, wenn der Fernseher halt kaputt ist. Dann werde ich mir denken, oh, sieht schon besser aus. Aber ich habe genug 4K-Fernseher gesehen und ich weiß, wie es aussieht. Sogar im Gegenteil, ich finde sogar manchmal oft, dass Spiele, vor allem Spiele, unrealistischer aussehen durch 4K. Weil so ein bisschen Unschärfe, ein bisschen Pixelbrei sorgt dafür, dass halt du diese ganzen Details nicht siehst, die halt schlecht sind. Filme auch. Ich habe es bei Avatar gemerkt, der erste Avatar. Ich habe den auf meinen Fernseher angeschaut, sah geil aus. Dann habe ich den bei einem 4K-Fernseher angeschaut, bei einem Freund. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich schaue ein Computerspiel an. Weil du hast halt wirklich das CGI dann gesehen.
weil alles so crispy clear ist, dass du halt wirklich alles siehst. Aber wenn das so ein bisschen halt bisschen verschwommen ist, es ist ja nicht mal verschwommen, aber halt, wenn du halt nicht jeden einzelnen Pixel nicht siehst, also, dann, ich habe irgendwie dieser Avatar in 4K dann richtig kacke aus. Also halt unecht. Das hat so unecht gewirkt. So wie ein N64-Spiel auf einem Röhrenfernseher auch immer besser aussehen wird. Das mit den True Crimes auf TikTok? Du meinst, dass AI True Crimes auf TikTok schreibt? Ich kenne das nicht mit TikTok und True. Was hat AI mit True Crimes zu tun? Make Röhrenfernseher great again. Nee. Fütterst du eigentlich deine Schlangen? Ich habe nur eine Schlange. Mit lebenden oder mit toten Mäusen? Du darfst nicht lebend verfüttern. Du darfst nur lebend verfüttern, wenn das Tier gefrorenes Essen nicht annimmt. Oder halt totes Essen nicht annimmt. Meine frisst alles dir sofort weg. Und es ist auch gefährlich, lebend zu verfüttern, weil es tatsächlich ein Kampf dann ist. Also die Maus wehrt sich ja. Und die kann deine Schlange verletzen. Das willst du nicht. Hast du dir das Reel angesehen? Für einen Frame ist mir aufgefallen, dass es deutsch ist und ich habe sofort aufgemacht, denn das ist nicht, wie Kevin Bacon rated. Kevin Bacon rated nicht so, Mariko. Ich war empört. Aber ich weiß nicht, warum dieser Clip dafür sorgen soll, dass ich den Film anschaue. Ich schaue den Film auch so an. Aber sicher nicht dank dieses ekligen deutschen Clips. Wie kommt es eigentlich dazu, dass man sich eine Schlange zulegt? Ich finde Schlangen cool. Ich wollte eine. Also habe ich eine adoptiert. Ich weiß nicht, es war nicht mehr als der Gedankengang. Was hast du für eine Schlange? Eine Kettennatter. Ich bekomme halt nur deutsche Sachen, tut mir leid. Ja, weil du deutsche Sachen willst. Das braucht dir nicht leid tun, du willst sie ja. Ist ja nicht so, als ob TikTok dich da verarscht. Du willst ja deutsche Sachen. Aber ich verarsche dich deswegen. Aus dem gleichen Grund, warum man sich eine Katze zulegt. Ja, wobei bei der Katze oder dem Hund sagt man doch, man will was zum Kuscheln. Ich kann meine Schlange nicht kuscheln. Hallo, Runny. Dave, du bist ein Guckmarder. Ich habe eine Kettennatter, die schwarz-weiß abwechselnd. Und ist im Englischen heißt sie Kingsnake, denn sie ist die Königin der Schlangen. Denn sie sind immun gegen Klapperschlangengift. Weswegen sie in Kalifornien von Bauern gehalten werden, dass sie die Klapperschlangen killen. Das Kuscheln hast du ja rosa. Das ist etwas, was ich nie gedacht habe, dass ich lesen werde in einem Twitch-Chat. Und jetzt, wo ich es lese, bin ich sehr verstört. Genau, Mariko, zwing dich einfach dazu, nur noch Filme auf Englisch zu gucken. Und ich verspreche dir nach 100 Filmen. Nein. Nein, es ist am Anfang, ich verspreche dir, dass du alles am Film verstehen wirst, wenn du es jetzt sofort auf Englisch guckst, alle Filme. Du wirst jeden Film sofort verstehen, aber am Anfang ist es halt ein bisschen Arbeit für dich. Du kannst dich nicht dabei vielleicht entspannen. Du musst halt wirklich zuhören und aufpassen. Aber das solltest du eh bei einem Film. Und am Anfang vielleicht Untertitel. Ich finde es auch schlimm, wie allgemein inzwischen, also anscheinend, ich nicht, aber
darüber wird immer berichtet. Anscheinend konsumieren Leute standardmäßig Medien immer mit Untertiteln. Was man auch gut sehen kann an Kack-TikTok und YouTube, wie die ganzen Leute immer Untertitel reinballern, die dann so flop, 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 aufploppen und sowas und jedes Wort so animiert ist. Yep, hello, that's me. Warum? Warum braucht ihr Untertitel? Also wenn du wirklich kein Englisch gut verstehst, dann am Anfang brauchst du Untertitel, um zu verstehen, was sie sagen und dass man reinkommt. Logisch. Aber die Leute schauen standardmäßig auch in ihrer eigenen Sprache Sachen mit Untertitel. Also ich habe das gehört in Podcasts von Amis, dass der Großteil der Amerikaner inzwischen Filme, ihre englischen Filme, mit Untertitel anschauen auf Englisch. Weil es leichter ist und du musst dann nicht hinhören und versuchen, die Person zu verstehen, sondern du liest einfach mit. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Untertitel macht den Film so kaputt. Also optisch so. Daisuke, du bist ein Nebulak. Für wie viele Sonderbonbons kann man hier Untertitel freischalten? Ich kann tatsächlich Untertitel anmachen. Das ist inzwischen eine Technik, die Twitch zulässt. Und ich auch einrichten kann, dass hier Untertitel läuft. Was natürlich nett wäre für Leute, die Gehörprobleme haben. Gehörprobleme? Hörbehinderung, wie sagt man? Hey, die sollen einfach lauter machen. Da geht's nicht um Lautstärke, da geht's um, du verstehst nicht, was sie sagen. Manches Englisch, besonders das Britische, ist für mich nicht verstehbar, da sie so viele Buchstaben beim Reden einfach verschlucken. Ja. Aber das wird auch besser, wenn man es probiert, wenn man mehr davon konsumiert. Aber klar, wenn man den Film nicht anders schauen kann, dann muss man Untertitel anmachen. Ja, viele machen das halt aus Standard, weil sie einfach IT-Crowd schauen. Bei mir ist auch nur auf Englisch. Ich wette, du brauchst den Untertitel nicht, Happens. Ich wette, du würdest auch so alles verstehen und das Bild, das schöne Bild wäre nicht beschmutzt von weißem Text. Ich glaube, jede Sprache kann, ich meine, du kannst auch in Deutschland irgendeinen, keine Ahnung, Doktor, der Alpendoktor oder sowas anschauen, wo die bayerisch reden und du verstehst nichts, ne? Ich verstehe lieber nicht jedes Wort im Film, als dass ich Untertitel anmache. Weil du wirst trotzdem immer mitkriegen, in was es um Film geht. Und es ist halt ein Unterschied. Das war auch das Erste, was hart war, daran Filme nicht mehr auf Deutsch zu gucken. Was ich gemacht habe damals, einfach weil, wenn man Filme runtergeladen hat damals, gab es sie nicht auf Deutsch. Und da ich die Filme sofort sehen wollte, habe ich die auf Englisch geguckt. Und dann war der erste Schock war wirklich, dass du halt vor allem damals, die Technik ist wahrscheinlich heute nochmal besser für deutsche Synchro. Aber deutsche Synchro ist halt einfach, da wird Hochdeutsch drüber gesprochen oder halt synchronisiert. Du verstehst jedes Wort und der Verantwortliche sagt wahrscheinlich nochmal extra, kannst du bitte den Satz nochmal deutlicher sagen, dass man wirklich versteht, was du sagst. Aber der englische Film im Original ist nicht so. Das sind Leute, die tatsächlich in dem Moment schauspielern. Da wird sie natürlich auch darauf konzentriert, das Richtige zu sagen und richtig zu schauspielern. Aber das ist halt echter. Da ist halt nicht drüber synchronisiert. Das ist halt echter, weswegen manche Worte verschluckt werden, manche Leute einfach Worte anders aussprechen und dann ist es halt nicht das klare hochenglische oder hochdeutsche Wort. Und es ist vor allem nicht Hochenglisch oder Hochdeutsch, sondern es ist halt einfach, wie die Person halt
in der Rolle spricht, sei es schottisch, irisch und sowas. Weswegen das allgemein, das ist auch so ein riesiger Punkt, weswegen halt Synchronisation ich mir nicht mehr geben kann, weil es einfach nicht, lang nicht so authentisch klingt. Aber es ist halt am Anfang erstmal hart, weil du wirklich schlechter verstehst, was die sagen. Weil es wirklich halt so ist, als ob du mit denen im Raum bist. Aber wenn ich mir halt diesen Trailer dann anschaue, da was du geschickt hast auf TikTok, ich höre halt, wie da jemand in der Kammer stand und drüber gesprochen hat. Weil es alles so perfekt gesprochen ist und alles die gleiche Lautstärke hat und einfach, und wenn du es dann sofort auf Englisch schaltest, würdest du sagen, Kevin Bacon, was? Kevin, was hast du gesagt? Du musst halt genauer hinhören, weil es halt wirklich in dem Moment gesprochen wurde mit einem Mikrofon, was da oben auf ihn runter zeigt. Und nicht so wie ich jetzt. Aber das war immer das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn ich meine DVD, meine Matrix-DVD auf Englisch geswitcht habe, habe ich mir gedacht, Trinity, mach doch mal den Mund auf, ich verstehe dich nicht. Aber man gewöhnt sich dran. Das ist alles Gewöhnungssache. So viel echter. Berliner? Ich? Nein? Was? Hallo Tizi. Dauert mit das mit dem Code-Drop für Apple TV Plus immer etwas länger? Wenn du einen Sub irgendwo in irgendeinem Kanal gegeben hast, auf dem PC, dann ist oben bei Drops so ein rote 1 und da klickst du drauf und dann kannst du da kriegst du den Code. Mir hat das super geholfen, zum Beispiel Videos von Pokémon auf Englisch zu konsumieren. Dadurch, dass ich den Kontext verstehe, konnte ich es viel schneller nachvollziehen. Ja. Oder halt Filme, die man sehr, sehr mag. Oder Serien, die man sehr, sehr mag. Man weiß schon, was passiert und schaut es jetzt auf Englisch. Sodass man den Kontext kennt, die Story kennt. Aber es sich jetzt halt einmal gibt im Original. Keine Ahnung, Breaking Bad einmal im Original anschauen, nachdem man es auf Deutsch einmal gesehen hat. Dabei lernt man verdammt viel gutes, nicht gutes Englisch, aber man lernt sehr viel dabei. Und muss nicht so sehr, man hat nicht so viel Angst, dass man was nicht versteht. War beim ersten Mal nur sehr enttäuscht, als ich gefragt wurde, ob ich einen Pfannkuchen haben möchte. Ja. An Palatschinken. Mein Vater sagt auch immer Pfannkuchen. Diese Diskussion ist auf Twitch jeden Tag mindestens 1000 Mal vertreten. Ich weiß nicht, wollt ihr jetzt hier auch über Berliner und Pfannkuchen reden? Es gibt nur einen richtigen Weg und es ist der bayerische Weg. Wie bei allem. Weil die Bayern wissen halt, wie es funktioniert. Die wissen halt, wie man redet. Und es heißt China und nicht China. Die wenigsten Leute in Deutschland sagen China. Keine Ahnung. Ich bin für China. Gnocchi. Das hat mein Chef immer gesagt. Mein Chef hat immer so Worte benutzt, die es nicht gibt. Und immer wenn jemand gesagt hat, du weißt schon, dass es das Wort nicht gibt, hat er gesagt, aber du hast mich verstanden, oder? So richtig so stinkig. Hast du mich verstanden? Ja. Dann passt doch. Avalarion, du bist ein Velursi. Wie nennst du das Ende vom Brot? Das habe ich nie verstanden, warum das so viral gegangen ist. Das Ende vom Brot hat für mich keinen Namen.
Das Ende vom Brot ist das Ende vom Brot. Was denn? Es gibt keinen Namen für das Ende vom Brot. Es ist schön, wenn andere kleine Länder das Ende vom Brot einen Namen geben, aber das braucht keinen Namen. Scherzel, keine Ahnung. Ich habe keinen Namen dafür. Es ist halt, willst du das Ende vom Brot? Willst du das Stück? Willst du das Endstück? Keine Ahnung. Endstück? Kante? Willst du die Kante? Die Kante sage ich nicht, aber Kante würde ich verstehen. Weil es ist geometrisch gesehen und sowas, es ist die Kante davon. Kante würde ich verstehen, aber ich würde es nicht sagen, glaube ich. Das habe ich auch nie verstanden. Also ich habe dafür nie ein Wort benutzt. Ich habe auch nie jemanden wirklich ein Wort dafür benutzen hören. Vor allem, es ist jetzt auch nicht das Alltagsgebrauchswort, oder? Außer jemand isst jeden Tag mit der Familie am Tisch Frühstück und es wird jedes Mal darum gestritten, wer das Kack-Endstück kriegt. Ist nicht eher die Diskussion, will man das Endstück oder will man das Endstück nicht? Verstehe eh immer nicht, wieso sowas wichtig. Damit wir uns gut verständigen können. Ich sag China. Das ist schön. Beim Scherzel verstehe ich keinen Spaß. Scherzel hört sich ja noch nicht mal also Hochdeutsch an. Also du kannst ja, das ist wie wenn du sagst, das ist wie wenn ich sagen würde, ich dachte zum Beispiel ganz oft, dass Watschen ein normales deutsches Wort ist. Also die Ohrfeige, Watschen. Ich habe nie realisiert, dass Watschen bayerisch ist. Aber das wäre wie, wenn ich sagen würde, hey, versteh doch das Wort Watschen. Jeder muss wissen, was das Wort Watschen bedeutet. Das klingt schon bayerisch. Und genau wie Scherzel schon, keine Ahnung, schwäbisch klingt. Rechte Fotzen, genau. Du kannst doch nicht verlangen, dass jeder ein Wort benutzt, was sich schon schwäbisch anhört. Du kannst ja nicht sagen, hier zum Beispiel Lutscher heißt im Schwäbischen Schlotzer. Ich will, dass ganz Deutschland weiß, was ich meine, wenn ich Schlotzer sage. Nein, bleib in deinem kleinen Kaff mit Schlotzer und alles ist gut, aber bind uns nicht Schlotzer auf. Aber wenn ich jetzt sowas sage wie Pfannkuchen Berliner und sowas, weißt du, das klingt alles Hochdeutsch. Und da ist es wirklich so, wie die Leute sich halt jemals entschieden haben, es zu nennen, was, wie, wo, wann. Deswegen, da gibt es wirklich nur einen richtigen Weg und das ist der bayerische Weg. Scherzle. Ja, Scherzle. Scherzle? Ist das nicht aus Österreich? Noch schlimmer. Neusle. Der Weg ist falsch. Welcher Weg ist falsch? Subjekt, Prädikat, Objekt. Der Weg ist falsch. Knäusle. Ja, es muss im Schwäbischen muss es immer süß klingen. Der bayerische Weg ist falsch. Ah. Nicht mal bayerisch schreiben können, Fabian. Der bayerische Weg mit EI. Was machen wir gerade in Pokémon Shiny Hunten? Eventuell. Was hat es verraten? So falsch habe ich noch nie bayerisch gelesen. Mit EI. Ich weiß noch, wie ich damals in der Schule gelernt habe, IE, dass man das I ausspricht. Und dann war ich zu Hause und ich hatte gerade IE gelernt, den Buchstaben IE. Und meine Mutter war am Telefon und hat mit jemand Englisch telefoniert. Und sie hat
Friends gesagt. Und dann habe ich gesagt, Mama. Ich habe sie während dem Telefonat unterbrochen und habe gesagt, Mama, bist du doof? Nein, so habe ich es nicht gesagt, aber das heißt Friends. Und sie schaut mich nur an und sagt, ach, mein Sohn wollte nur irgendeinen Quatsch und redet einfach weiter. Das heißt Friends, Mutter. Ich habe heute gelernt, dass IE I ausgesprochen wird. Das heißt Friends und nicht Friends. Rechtschreibung braucht keiner. Wahrscheinlich meinst du eher, dass man Bayern nicht braucht. Wir sind ja nur die kompletten Repräsentanten von der ganzen Welt, für die ganze Welt. An was denkt die ganze Welt, wenn sie an Deutschland denken? An Bayern. Die wissen noch nicht mal. Die wissen noch nicht mal irgendwas vom Norden oder von der Mitte. Wir sind die, die im Kopf bleiben, weil wir so cool und einzigartig sind. Mit unseren Watschenbäumen, die umfallen. Und unseren Orchketzel-Schworfers. Schworfen? Ey, wir haben 100 Weilords. Wow. Winning. Losing. Wie sind wir darauf gekommen? Weil irgendjemand geschrieben hat einfach nur Berlin. Irgendjemand kam rein und die allererste Nachricht, die du geschrieben hast, war Berliner? Fragezeichen. Und was passiert wieder? Volksverrat. Jeder hasst sich jetzt. Was denkst du, wenn du an die Schweiz denkst? Nazis. Ich denke an die Alpen. Das war nicht die erste Nachricht des Themas. Doch. Auf das Essensthema Berliner. Wir haben davor über Filme und Synchronisation geredet. Und dann kam Berliner. Achso, hast du deswegen Berliner geschrieben? Im Sinne von, was Hochdeutsch ist für Synchronisation und so ein Kack? Geld, Schokolade und Berge. Alle sehen nur Bayern als Deutschland, außer Deutschland selber. Die zählen Bayern überhaupt nicht rein. Okay. Nett. Nicht an Schoki? Nein. Ich denke, wenn ich an Schweizer Schokolade denke, denke ich an Toblerone und ich finde Toblerone echt nicht geil. Man tut sich weh beim Essen, sie ist viel zu hart und sie schmeckt noch nicht mal gut. Und diese kleinen weißen Stückchen da drin, was ist das? Gibt es hier irgendjemanden, der wirklich sagt, Toblerone ist die beste Schokolade, die man essen kann? Und ich weiß, das ist jetzt die Klischee-Schweizer Schokolade, aber das ist doch... Du mochtest Toblerone, Vergangenheit. Ist dir aufgefallen, dass in den Filmen die Banken in der Schweiz sind? Nein, weil das nicht so ist, dass in jedem Film die Bank in der Schweiz ist. Das ist schon richtig, dass es Schweizer Banken gibt, weil die Leute dort ihre Steuerhinterziehung machen. Das ist ja in Wirklichkeit auch so, aber nicht jeder Film sagt, oh ja, die Bank... In Baby Driver haben sie keine Banken in der Schweiz überfallen, sondern Banken in Amerika. Nicht jede Bank in einem Film ist in der Schweiz, hä? Die weiße Toblerone ist toll. Egal, aber selbst wenn die gut schmecken würde, man verletzt sich immer den kompletten Mund, wenn man Toblerone isst. Ich verstehe Toblerone nicht. Ich mag Milka.
dann isst du die falsch. Egal, wie du sie in den Mund reintust, es existiert immer eine Ecke, die irgendwo reinsticht. Du sollst die Toblerone auch nicht abbeißen. Aber wenn ich die nicht abbeiße, dann mache ich ja meine Hände voller klebriger Schokolade. Natürlich beiße ich die, aber selbst wenn ich die... Es gibt immer eine Ecke, die irgendwo reinsticht. Du drückst das Teil nach hinten. Ja, und dann sind deine Hände dreckig nach Schokolade, weil du sie so reingedrückt hast. Zacken abbrechen und waagerecht im Mund legen. Ja, dumm. Mach halt einfach eine gerade Schokolade. Aber es schmeckt noch nicht mal. Ich mag den Geschmack auch nicht. Soll man die echt nicht abbeißen? Das ist doch dumm gemacht. Warum soll ich die nicht abbeißen? Man beißt doch Schokolade ab. Genau, einfach die ganze Stange in den Mund schieben beim Ablutschen. Schokolade an den Fingern, gibt's nichts Schlimmeres. Eben, widerlich. Ich bin auch kein Schokoladenmensch. Ich mag, wenn, dann nur so 80% dunkle Schokolade. Ich mag keine Milch, ich mag keinen Zucker drin. Ich will, dass die Schokolade nach purer Schokolade schmeckt. Bei Milka bricht man die Schokolade doch auch ab. Nein, du nimmst das Ding und beißt es ab. Ja, du brichst es auch ab, aber das funktioniert auch mit... Es ist doch auch egal. Schokolade ist doof. Als nächstes sagt ihr mir, dass ihr bei KitKat die einzelnen Stäbe abbricht. Da beißt man auch einfach rein. Entscheidet doch mal selber für euch, anstatt dass ihr einfach in die vorbestimmten Muster der Gesellschaft fallt und einfach das KitKat abbricht wie in der Werbung. Habt doch mal selber einen Geist, selber eine... Hat er das jetzt realisiert? Hab doch mal selber einen Willen. Wer ist heutzutage noch KitKat? Ja, eben. Eigentlich niemand, ne? Nur Psychopathen beißen Schokolade ab. Du brichst die KitKat noch in der verschlossenen Verpackung? Ich beiß rein, ohne die Packung aufzumachen. Picker war nice. Nee, Picker war viel zu trocken und zu hart. Ich mochte auch nie Prinzregenten und sowas. Am Ende war Pickup ja wie so eine Prinzregentenrolle. Ich kann nicht verstehen, wie Leute Ballisto mögen. Ich finde Ballisto auch nicht geil. Ballisto ist... Nee. Aber in Japan, das ist ja so dieses KitKat-Land, wo es jeden Geschmack in KitKat-Form gibt. Das war nicht geil. Nee, KitKat ist nicht so geil. KitKat ist nicht das Beste. Da ist Twix besser. Zum Beispiel. Heißt sie nicht Prinzenrolle? Was habe ich gesagt? Königsrolle? Prinzenrolle? Wie ist es mit Kinderschokolade? Kinderschokolade ist okay, aber es ist halt... Ich mag halt Schokolade nicht. Also ich mag Schokolade, aber ich mag nicht, was Leute mit Schokolade machen. Schokolade muss knallhart... bitter nach Schokolade schmecken. Schokolade an sich ist ja auch nicht süß. Die wird ja nur süß gemacht, weil die eine Tonne Zucker und einen Liter Milch reinschütten. Also eine geile dunkle Schokolade, die schmeckt so richtig hart und herb. Mm, geil. Deswegen, nein, Kinderschokolade ist erst recht einfach viel zu süß und viel zu bappig. Kennst du noch Raiders? Twix heißt in Amerika Raiders. Twix heißt es, glaube ich, nur in Deutschland. Oder Europa oder so. Hier heißt es, glaube ich, auch nicht Twix. Raiders ist Twix. Was ist nochmal KitKat? Diese rote Verpackung, wo KitKat draufsteht.
Und innen drin sind so 5 Reihen, die du abbrichst. Das ist so Waffelschokolade. Es ist erschreckend, wie ähnlich wir uns sind. Marco, halte mich. So, aber jetzt die Frage mit Chips. Was sind die besten Chips? KitKat ist nicht geil. Nee, KitKat ist echt nicht geil. Und in Japan diese ganzen Geschmäcker. Ich habe dann so Erdbeer-KitKat probiert. Kaka. Paprika, durchgefallen. Brombeeren, okay. Salt Vinegar Chips, durchgefallen. Paprika, durchgefallen. Achso, weil deine Hand gebrochen war, hast du KitKat gekriegt. Das ist aber auch ein bisschen um Dreiecken gedacht. In der Dose. Pringles? Ist dir der Begriff Pringles nicht eingefallen? Die in der Dose. Chakalaka? Noch nie gehört. Schwer, zu viel Auswahl. Richtige Antwort ist keine Chips. Chips schmecken alle kacke. Sucker Cream? Meinst du Sour Cream? Das hat sich verschrieben. Sucker Cream. Erdnussflips? Das sind ja Chips. Zählt ja zu Chips dazu. Erdnussflips zählt zu Chips. Nein, Leo, das ist die Kategorie Flips. Ein Chip muss rundoval sein. Nein, alles, was irgendwie frittiert aus Kartoffeln, würde ich sagen. Barbecue Chips? Nee, ich mag da auch eben nur Sachen, die wirklich so gut wie keinen Geschmack haben. Also, wenn. Also ich mag Pringles, aber Pringles halt wirklich Standard-Pringles. Sobald da Sour Cream oder Vinegar, Salz, Paprika erst recht. Paprika ist so kacke, Mann. Der ganze Geschmack geht kaputt, weil alles einfach nur in Paprikapulver schmeckt. Oder Tortilla-Chips auch, die einfach nix haben. Klar, Erdnussflips machen süchtig, aber es ist auch irgendwie nicht so geil. Es ist so, also bei Erdnussflips schmeckst du so, wirklich so, nicht nur schmeckst du es, wenn du Erdnussflips auf ein Stück so Serviette drauf legst, dann ist die ganze Serviette auf einmal mit Fett eingehüllt. Was gibt's denn noch für Chips? Ja, ich mag allgemein keine Chips. Und in diesem Land hier gibt's immer Chips. Die Crisps heißen. Du kriegst, und hier ist es, hier ist Tato. Tato ist eine riesige Chipsmarke und die kommt aus Irland. Deswegen gibt es hier überall Tato-Chips und jeder frisst auch Tato-Chips. Immer wenn man irgendein Sandwich irgendwo bestellt, kriegt man immer Tato-Chips dazu. Weil die nehmen die dann, machen das Sandwich auf und tun die Tato-Chips. Die stinknormaler Chips-Geschmack. Also es ist jetzt nichts Paprika oder sowas, einfach Chips-Geschmack. Und die tun es dann in das Sandwich rein. Und dann haben sie ein Sandwich, was auch alles belegt hat, aber noch eine Schicht mit Chips. Und ich finde es so übertrieben. Ugh. Oh ja, Chips ist hier. Hier gibt es immer einen Gang im Einkaufsladen, ist nur Chips. Eine ganze Wand voller Chips. Tato kriegst du an jedem Eck. Ja, ja, ja. Chips aus Sandwiches. Das klingt eher semi. Ich mag es auch nicht. Ich finde halt, dieser Chip-Geschmack ist so krass penetrant. Vor allem, wenn du nicht Basic hast, sondern irgendeinen Geschmack drin hast, dann ist das so ein penetranter Geschmack, den du nicht mehr aus dem Mund rauskriegst. Ja, ich mag lieber locker, flockig, leicht. Anstatt purer Salz oder so. Pombeeren sind tatsächlich auch noch ganz cool. Aber die sind fast zu salzig, oder? Pombeeren sind auch krass. Pommdöner oder Dönerbox? Keins von beidem. Dürüm. Dürüm ist beste. Pombeeren mit Ketchup-Geschmack waren toll. Nein.
Genau, Lama Chun mit Dönermann. Lama Chun, also quasi, ja, ein Dürüm mit im Lama Chun. Ketchup-Pombeeren schmecken wirklich gut. Ist mir egal, das würde ich niemals probieren. Salz gibt es bei uns nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es Pombeeren mit Salzgeschmack gibt. Ich habe gesagt, Pombeeren schmecken nach purem Salz. Pombeeren, jetzt, mit Salzgeschmack. So, was? Ach. Die Standard-Pombeeren sind mir zu salzig, habe ich gesagt. Achso, Runny sagt, normal ist Salz. Ja, halt normal ist einfach nur Salzgeschmack. Kartoffeln mit Salzgeschmack. Da steht aber nicht Salz drauf. Pombeeren Original. Die heißen nur Pombeeren Original, weil es keine Originalen mehr gibt. Also nicht nur noch. So wie Stirb langsam oder Die Hard heißt nur Die Hard und nicht Die Hard 1. Pombeeren sollte nicht Original heißen. Pombeeren sollten Pombeeren heißen. Nur weil irgendwelche Idioten sich dachten, sie machen da 30 andere Geschmäcker draus, heißt es nicht, dass du das Original Original nennen musst. Weil Original klingt noch eigentlich ganz geil. So wie Last of Us heißt nicht 1, sondern Last of Us heißt Last of Us. Und dann bringen sie einfach Last of Us nochmal raus und nennen es Last of Us 1, weil es im Kontext jetzt Sinn ergibt, weil es Last of Us 2 gibt. Das ist totaler Quatsch. Last of Us Part 1, nein, der hieß immer nur ein Last of Us, weil Last of Us ist das Last of Us. Und dann bringen sie Last of Us Part 2 raus. Und was machen sie dann? Bringen Last of Us Part 1 raus. Ich habe mir den ersten Teil die Woche für PC geholt. Da stand Last of Us Part 1. Ja, das ist doch mein Punkt. Der heißt inzwischen Last of Us Part 1. Aber es macht keinen Sinn. Das ist wie, wenn ich jetzt sage, hey Leute, ich habe eine coole Filmidee. Wir machen einen Film, in dem ein Streamer ganz berühmt wird. Und ich nenne den Film Streamer Gets Famous 1. Und danach mache ich nie wieder einen Film. Und das heißt einfach Streamer Gets Famous Teil 1. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Last of Us braucht nicht Teil 1 heißen, weil es ist das erste Last of Us, was jemals existiert hat. Last of Us Teil 1 heißt nur Teil 1, weil sie den zweiten Teil gemacht haben. Er heißt quasi nur aus dem Kontext raus Teil 1, aber er muss nicht Teil 1 heißen, weil es ist der erste Last of Us. Stirb langsam heißt auch nicht Stirb langsam 1. Stirb langsam heißt Stirb langsam. Auf jeden Fall spiel das Spiel, es ist sehr gut. Hallo Schox. Star Wars, die Originaltrilogie wurde auch umbenannt. Ja. Aber die hießen halt auch nicht... Die hießen ja früher nicht Episode 1, 2, 3. Die hießen Star Wars... ich weiß nicht mehr, wie die heißen. The Star Wars. Der zweite Teil hieß dann... Keine Ahnung, die hatten ja alle Namen.
Krieg der Sterne, ja. Und dann erst im Kontext mit Episode 1, 2 und 3 haben sie die anderen umbenannt und auch Episoden gegeben. Aber den zweiten Part First of Us nennen. Genau. Nein, spiel Last of Us Teil 1. Und dann spiel Last of Us Teil 2, bitte. Dann wirst du mal erleben, was das beste Spiel der Welt ist. Aber wenn du fragst, wird dir Last of Us gefallen, muss halt jeder fragen, welchen du meinst. Nee, wenn ich sage, wird dir Last of Us gefallen, dann frage ich natürlich den ersten Teil. Wenn ich frage, wird dir Last of Us 2 gefallen, dann frage ich nach dem zweiten Teil. Ich muss nicht Last of Us 1 sagen, um zu erklären, dass ich Last of Us 1 meine. Grafik ist überwältigend auf dem PC. Ich habe Last of Us nur auf der PS3 gespielt. Und da war das schon überwältigend. Aber wenn ich das jetzt anschauen würde, wäre ich wahrscheinlich so, oh. Das ist ein altes Spiel. Bei Iron Man sagt man auch Iron Man 1. Er heißt aber nicht Iron Man 1 und man sollte nicht Iron Man 1 sagen müssen. Weil der Film heißt Iron Man. Und das ist der Iron Man, der erste Iron Man. Ja, Red Dead Redemption ist auch nicht Red Dead Redemption 1. Und da wird es dann kompliziert, weil Red Dead Redemption 2 spielt vor Red Dead Redemption 1. Kann man in Last of Us auf die alte Grafik stellen? Nee, oder? Das wäre zu krass. Wieso heißt Gengar eigentlich Please? Ich überlege, wie ich das erklären soll. Weil ich will, dass das Giratina kommt. Ich weiß nicht, wie ich es... Das hat noch nie jemand gefragt. Das ist so offensichtlich, weiß ich nicht. Weil ich will, dass das Giratina kommt. Wir sind halt Deutsche, wir sind halt genau. Aber das ist ja eben nicht genau. Es ist Verfälschung von Geschichte. Du kannst nicht stirb langsam 1 sagen, wenn es stirb langsam heißt. Da ist doch eher der Deutsche sagt, es muss genau sein. Im Endeffekt ist es mir so egal, ich find's nur lustig. Ich glaube nicht, dass du Last of Us 1 so einstellen kannst wie auf der PS3, weil ich glaube, die haben deren aktuellen. Das ist komplett neu aufgebaut, Teil 1, glaube ich. Weil es gibt Last of Us und dann gibt es Last of Us Remastered und das ist wirklich einfach nur schöner gemacht, Grafik hochgeschraubt. Dann haben sie hier Last of Us Part 1 rausgebracht und das ist, glaube ich, wirklich neu gemacht mit der aktuellsten Engine von denen, sodass es auch so aussieht wie Last of Us 2. Deswegen, ich glaube nicht, dass du Last of Us 2 mit schlechten Grafikeinstellungen so aussehen lassen kannst wie Last of Us. Habt ihr Favorite Chinese? Nein, ich hasse Chinese. Part 2 Remaster sieht krass aus. Oh. Warum existiert das? Also macht es doch einen Unterschied, ob Last of Us 1 oder Last of Us? Ja. Last of Us Part 1 ist ein neues Spiel
Und Last of Us ist das OG-Spiel. Ist Ente jetzt pausiert oder hast du es bekommen? Ich habe es nicht bekommen. Wenn ich Last of Us, wenn ich Naughty Dog wäre, hätte ich Last of Us Part 1 auch rausgebracht. Weil es Sinn macht. Und weil es schön übersichtlich ist und weil es dann schön... Das Cover ist ja auch... Die Cover kann man nebeneinander stellen und es ist ein ganzes Bild und sowas. Ich verstehe das schon, dass man dann so eine geile, so ein zusammenhängendes Ding macht. Aber dann Last of Us Part 2 Remaster bringt dann alles wieder durcheinander. Mich stört nur, dass die Remaster drunter geschrieben haben. Es sollte einfach Last of Us Part 2 für die PS5 sein. Fertig. Und dann hast du dein 10€ Upgrade. Wir haben echt keine Probleme, dass wir über solche Sachen reden. Wir haben definitiv nicht solche Probleme wie die in Last of Us. Ich habe nur gefragt, Gengar, weil du ja normalerweise die Pokémon nicht umbenennst. Das heißt, dir ist nie aufgefallen, dass wenn ich Shiny Hunte, die Pokémon bei mir immer einen Spitznamen haben, wie zum Beispiel bei Entei. Das Morlord bei Entei hat auch einen Spitznamen. Wir haben Zombies, wir haben Krapfen, Pfannkuchen, Berliner. Irgendwann geht die Welt unter wegen dieser Diskussion. Zu wie viel Prozent ist der dein Living Deck, Shiny Deck schon fertig? Eine ungefähre Angabe reicht mir schon. Steht im Titel und zwar exakt. Yoshi, du brauchst nicht mal eine ungefähre Zahl. Im Titel steht die exakte Zahl. Mein Living Deck ist seit Jahren fertig. Mein Shiny Living Deck hat 1200 von 1377 Pokémon. Das Prozent kannst du dir selber ausrechnen. Wie viel Prozent sind das? Sind das 90%? Das sind über 90%, oder? Ja, vielleicht genau 90%. Wenn ich Klicker hören würde, ich glaube, ich falle einfach um. Ich hätte einfach Unkrautvernichtungsmittel dabei. Wenn du Last of Us spielst, ich würde es dir nicht empfehlen, direkt am Anfang das zu machen, aber spiel auch mal Hardcore. Das ist sackenschwer. Dann kannst du nämlich nicht mehr sehen, wo die Klicker sind und sowas. Du musst wirklich genau... Also alles. Du bist auch mit einem Schlag, glaube ich, tot und so. Das ist halt einfach pur auf Realismus gemacht. Weil im Moment kannst du ja dich so konzentrieren und siehst die Klicker durch Wände, wo sie sich bewegen. Das ist dann weg. Und dann ist es... Oder vielleicht direkt von Anfang an so spielen. Zählst du die Resets bei Violet gar nicht mit? Doch. Das ist bei so einer Frage eigentlich immer... Ich bin direkt dann immer so, okay, was mache ich falsch, dass du das jetzt fragen musstest? Weil eindeutig ist das User Interface nicht eindeutig genug. Aber da frage ich mich jetzt schon. Was kann ich mehr tun, als ein fettes Wailord unten abzubilden mit einer fetten Zahl daneben? Ich habe auch überlegt, einen Run zu machen, wo man nicht sterben darf. Ich glaube, das gibt's als Trophäe.
Ich glaube, Hardcore ist. Der heißt nicht Hardcore, sondern. Ich hab's gemacht. Der ist nicht Hardcore-Modus, sondern. Ach, der hat so einen Namen. Und da ist, glaube ich. Tod ist Reset. Also Tod ist von vorne. Ein animiertes, fettes Pfeil, Leute. Da muss immer Wasser oben rauskommen. Shiny Wasser kommt aus dem Loch raus. Moment, aber er macht wirklich nicht mehr oder? 19? Hat er aufgehört? Das macht keinen Sinn. Ne, passt. Ich würde das unbedingt auf 100% machen. Aber hast du, wie war das jetzt? Far Sky, hast du Last of Us 2 gespielt? Oder willst du da, weil Last of Us 2 gibt es ja noch nicht auf dem PC und ich glaube, du willst immer nur auf dem PC spielen. Wahrscheinlich kommt Last of Us 2 aber auch bald für den PC. Machst du eigentlich das Geräusch von Ditto in deinem Abspannvideo? Nein, das ist eine sehr bekannte Meme, mein Abspannvideo. Haben wir hier als Emote auch die normale Katze? Haben wir die normale Katze auch? Nein, ich mach das nicht. Das ist ein bekanntes Video von einer Katze. Den ersten hast du nur geguckt vor 11 Jahren, den zweiten Teil hast du gespielt. Okay. Aber hast du den zweiten Teil auch auf 100% gemacht? Ganz off topic, ich habe übrigens wieder eine neue Stelle gefunden, bei der es super komisch ist, tätowiert zu werden. Und wieder schafft es Runny, das Thema auf Tattoos zu lenken. Wie macht er das nur? Indem er es einfach schreibt. Runny. Welche Stelle? Und jetzt kommt Gaumen. Fußsohle. Zwischen den Fingern. Ich wurde gestern tätowiert, deshalb und Bauchnabel. Wäh! Oh, wenn ich mir das vorstelle, dass da jemand eine Nadel und den Bauch. Wäh! Das ist schlimmer als Auge. Thema beendet. Ich habe mal gesehen, eine Body Modification, die ich echt interessant finde. Bauchnabel entfernen lassen. Das sieht crazy aus, aber gut immer noch. Du hast halt keinen Bauchnabel. Ja, du kannst den Bauchnabel entfernen lassen. Und wenn es richtig gut gemacht ist, dann ist da auch keine Narbe oder sowas und hast du einfach da nichts. Und es sieht voll creepy natürlich aus, aber es sieht trotzdem irgendwie immer noch gut aus. Weißt du, es ist nicht sowas wie jemand macht sich Hörner oder sowas. Sondern es ist halt so, aber es sieht halt, es ist halt immer noch ein normaler Bauch. Aber da ist halt nichts. Es sieht voll cool aus. Du kennst jemanden ohne Bauchnabel? Schau, war klar. Fabian, du bist ein Jirachi.
Kennst du so das Film mit dem Bauchnabel? Es gab ein paar Filme, ne? Ist nicht sogar Matrix? Haben die in Matrix nicht keine... Haben die? Weil sie keine brauchen? Die haben doch keine Bauchnäbel, oder? In Matrix. Gibt schon ein paar. Cool, das hat schon einen Bauchnabel im Auge. Stimmt. Zum letztens hat jemand, ich habe schon mal erzählt, letztens hat jemand an der Kasse, der quasi mich kassiert hat, sagt man das so, mich einkassiert hat mit seinem Herzen, mein Herz hat er einkassiert, hat gesagt, hey, cool Blame Tattoo. Ich war so, du bist der erste Mensch, der erkannt hat, was es ist. Kassierer? Der mich kassiert, klingt besser. Sollst du nicht auf Wacken sein? Nö. Ich gehe seit Jahren nicht mehr auf Wacken. Wacken stinkt. Wacken ist zu viel Kommerz, zu viele Menschen, viel zu weit weg. Die Bands waren nie wirklich cool. Ist Gen 7 eigentlich die letzte Gen für den Origin Dex? Nein, Gen 9. Wir sind bei Gen 9, Mariko. Gen 9 ist die letzte Gen. Mich nervt am meisten die lange Anfahrt? Ja, noch schlimmer, Rückfahrt. Bei der Hinfahrt hast du dich wenigstens noch gefreut und warst frisch. Auf der Rückfahrt, boah, da war wirklich... Auf der Rückfahrt war wirklich einmal ein Moment, wo ich eingeschlafen bin. Das war wirklich scheiße. Es war so gefährlich. Und es war so dumm. Aber du bist halt trotz Tag, trotz dass du davor geschlafen hast, im Zelt oder was auch immer, du bist so fertig. Nur Kacke. Du hattest einen Krampf im Unterkiefer und dachtest, du stirbst. Warum? Teasy, dankeschön für 500 Bits. Ist auch geil. Hat einen Krampf im Kiefer und denkt, ich bin das Letzte, was er sieht. Finde ich aber geil. Hast du alle vier Paradox-Spezial im Pokéball, Leo? Alle vier Paradox-Spezial.
sind es nicht 6? Ja, ich habe Gen 9 ist komplett fertig. Das sind aber 6 Stück. 3, 3. 3 Ritra und 3 Raubkatzen. Ich kenne es mit dem Kiefer. Ist zu viel gekaut. Aber die Spiele hast du schon durch. Trotzdem ist Gen 7 nicht die letzte Gen. Gen 9 ist die letzte Gen. Ausrufezeichen Origin Dex. Du siehst Whitechapel übermorgen wieder. Ey, sag ihnen schönen Gruß, ja. Die sollen mal wieder harte Musik machen, bitte. Von Leo, ihr stinkt. Inzwischen. Ihr stanket nicht früher. Ins Auge, nein. So, noch 5 Minuten. Wenn ich in 5 Minuten noch streame, gib mir die Kugel. Da war es, shiny, nur Spaß. Dann machst du hier den falschen Spaß. Da gibt's immer einen Bann für sowas. Du kriegst auch keine Ausnahme. Wenn jemand so tut, als wäre dann shiny, gibt's hier immer Bann. Unmenschlich, so ein Verhalten. Sei doch kein Hohensohn. Hallo, es sind nur 5 Minuten. Er kommt wieder. Man macht da keine Witze. Das ist toter Ernst hier, ja? Ah. Ich bin ein Hohensohn. Wir sind alle Hohensöhne. Wahrscheinlich macht man keine Witze. Harte Arbeit. Beleidige nicht die beste Pokerregion.
Ist auch keine Beleidigung. Ihr hohen Söhne und Töchter. Seid ihr nicht Söhne und Töchter der hohen Region? Seit wann gehen wir hier denn auf Mutter? Mutter Hohen? Die Mutter aller Regionen. Du hast in Kanto das Pokémon-Leben begonnen. Du bist ein Kanto-Sohn. Das klingt nicht so cool. Auge gibt Shiny Bonus. Wir sind alle lieber Hohensöhne. Ist jetzt langsam bodenlos? Hä? Hört ihr mich nicht richtig? Hohensohn! Könnt ihr mich mal richtig verstehen, ihr dummen Hohensöhne? Mann, ey. Immer ein falsch verstehen. Meinung zu Wurstsalat gehört verboten. Zumindest der Begriff Wurstsalat gehört verboten. Du kannst nicht einen etwas Salat nennen und dann ist es einfach zu 100% Fleisch plus 200% Mayo oder was die Gestörten da reintun. Ich glaube, wenn Wurstsalat vom Staat verboten gehört, würde Deutschland um einiges besser sein. Aber sich parallel über veganes Hackfleisch aufregen. Ich reg mich nie über veganes Hackfleisch auf. Hab ich? Ich glaube, wir haben einmal dieses... Das gab es bei Lidl immer. Rotkohl-Hackfleisch. Wer redet von dir? Weiß ich nicht. Du. Ach so, die Leute, die... die Wurstsalat essen, so währenddessen so, oh, immer dieser scheiß Veganer, ey. Als würde man zu abends Tag, Nacht sagen. Das ist gut. Als würde man zu McDonald's gehen und einen Salat bestellen. Früher gab es Salate bei McDonald's, die ich sogar bestellt habe. Es gab einen Caesar Salad bei McDonald's, der echt nicht schlecht war. Inzwischen gibt es ja nur diesen einen Salat, den man immer so für 1 Euro dazu oder halt der anstelle von Pommes oder so. Irgendwie haben sie aufgegeben mit dem Salat. Deutsche werden weniger übergewichtig. Ich weiß gar nicht, was der Schnitt ist in Deutschland. Wie viele Leute sind übergewichtig? Was auch nicht so leicht zu messen ist. Wir gehen jetzt auf vegane Burger. Das sind sie aber schon länger. Also, als ich für McDonald's gearbeitet habe, haben sie auch schon einen veganen Burger rausgebracht. Knapp jeder zweite in Deutschland ist übergewichtig. Ja, schau, Wurstsalat ist bestimmt ein großer Faktor. Wurstkäsesalat ist doch lecker. Okay, dann zähle ich jetzt mal durch. Marco dünn. Chuck übergewichtig. Happens dünn. Okay, geht schon nicht. Jeder zweite. Ich dachte, wir zählen jetzt durch. Ich dachte, wir gehen jetzt auf die Statistik hier. Was bin ich denn hier am Bodyshamen? Ein Spargeltarzan? Okay, dann habe ich falsch angefangen. Marco, tut mir leid. Marco 1.
Morris 2, Happens 1, Marco 1, 2. Was? Es geht nicht, verdammt. Happens, du bist auch ein Vertreter des Wurstsalats. Korrelation, Correlation? I think so. Besser ist es. Vielleicht auch nicht schlecht, dass ich mal die Klappe halte bei dem Thema. Dankeschön für 1000 Bits, Mariko. Du hast noch nie Wurstsalat gegessen. Höchstens Fleischsalat. Was ist der Unterschied zwischen Fleischsalat und Wurstsalat? Ist das gleich? Ich dachte, oh ja, Nudelsalat bist du der große Vertreter, stimmt. Was auch verboten gehört, ist diese Wurst, die aussieht wie ein Bär. Bärchenwurst? Come on. Wir haben auch Zigaretten, auch Totenköpfe und hässliche Bilder von Leuten, die am Verrecken sind. Warum ist auf einem Produkt, was pures Fett ist, einfach ein süßes Bärchen? Macht mal einen Totenkopfwurst. Dafür aber diese Kack-Ferdi-Fuchs-Wurst. Was ist denn eine Ferdi-Fuchs-Wurst? Ich habe schon 5 Minuten überzogen jetzt. Schau, der Robinson ist sogar wieder da, nach seinem Fapo. Das heißt schon, ich bin schon nicht. Ich muss mir die Kugel geben. Früher war es Wohlstand, heute ist es Übergewicht. Wo soll das noch hinführen? Hey, wie damals bei den alten Griechen, da waren sie auch alle. Was auch ein Symbol des Wohlstands, ja. Das ist ein Fleckmann, Mann. Ferdi Fuchs Mini-Würstchen. Das erklärt alles. Danke. Kannst du gerne eine Stunde überziehen? Nee, ich muss jetzt essen und auch übergewichtig sein. Einfach Tierprodukte und Zucker höher besteuern. Ja. Damit nur noch die Reichen dick werden können. Und McDonald's einfach doppelt so teuer machen. McDonald's zu Gourmet machen. Kein Shiny heute. Es ist doch zum... Weiß nicht. Zum Arsch. Mac, es ist schon toll im Gegensatz zu damals. Hallo? Dann sagt es mal den dreiköpfigen, fünfköpfigen Familien, die da jeden Tag zu Mittag essen. Mit ihren Schwabbelkindern. Heute sind wir gemein gewesen. Heute war ein gemeiner Stream. Aber dafür war ich viele Wochen davor jetzt sehr lieb die ganze Zeit. Er hat immer nur gelacht und immer nur, ja, ja, mein Lieblings-Pokémon ist Cedra King. Heute musste mal wieder alles Böse raus. Aber das war's. Das war ein krönender Abschluss. Bevor ich am Samstag umziehe und es sein kann, dass ich lange nicht streamen kann, weil nichts funktioniert.
Aber im besten Fall funktioniert alles direkt, sofort, einfach. Ich setze auch meinen PC neu auf, also auch da gefährlich. Es kann passieren, dass ich jetzt lange nicht streame, aber ich glaube, länger als eine Woche darf es nicht dauern. Eigentlich sollte ich am Montag wieder streamen können. Aber wir werden es sehen. Montag ist hier Feiertag. Dienstag. Ich sag mal Dienstag, aber wie gesagt, es kann sein, dass nichts funktioniert. Es heißt Berliner. Du kannst nicht einfach sagen, es heißt Berliner, wenn du nicht sagst, was du meinst. Natürlich heißt es Berliner. Aber was ist Berliner? Wenn du Krapfen meinst, dann falsch. Krapfen heißt Krapfen. Und Berliner ist nix. Berliner ist ein Mensch, der in Berlin lebt. Und Pfannkuchen sind dünne, fast so dünn, nicht ganz so dünn wie Krebs, die du in der Pfanne machst. Deswegen heißen sie Pfannkuchen. Und Eierkuchen gibt's nicht. Und was war das andere? China. Tschüss.